Ja, dann hallo Dennis. Moin, moin. Guten Abend. Bei uns, wir sitzen im Wohnzimmer. Das haben wir gerade eben schon mal gesagt, aber jetzt fängt gleich das Dschungelcamp an. Schön, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt. Bei uns sitzt im Hintergrund unsere Chefredakteurin, die wird ab und zu mal Stichwörter reinschmeißen. Also nicht wundern, es ist ein bisschen halliger, weil wir im Wohnzimmer sind. Wir brauchen ja einen Fernseher zum Schauen. Ach guck mal, da ist schon der dicke Bach. Es wäre also sinnvoll, wenn ihr auch das Dschungelcamp schaut und wenn ihr den RTL-Livestream nutzt, sollte es sogar halbwegs synchron sein mit unserem Gesende hier. Ja. Ja. So. Tante Brigitte. Es geht los. Das Elend. Ich glaube, die blonde Dänin gewinnt. Tante Brigitte. Brigitte, ja. Ja, Brigitte. Nein, denke ich. Also ich tendiere seit der gestrigen Dschungelprüfung, dass es die Madame Kim wird. Sie ist ja tapfer. Ja, was hat sie denn gemacht? Sie hat einfach nicht gesprochen. Und die Klappe gehalten und möglichst ihre Körperöffnungen zugemacht. Aber auch in den Fressprüfungen war sie sehr tapfer. Die habe ich nicht gesehen. Man erinnere nur an den Hirsch, Busch-Hirsch-Penis. Ich hab das nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Ist doch gut. Um Gottes Willen. Dafür habe ich gestern live geguckt. Und außerdem Buschschwein Mumu gefuttert auch gleichzeitig. 3 Stücke. Ja, aber... Also Fressprüfungen sind... Das ist ja auch gesund. Was ist denn bitte schon an Hirschpenis gesund? Ja, Protein. Tja. Das aber, Brigitte war die netteste von allen. Ja, das ist auch wahr. Also Rocco wohl definitiv nicht. Rocco ist so... Ich habe letztens getwittert. Stehe ich zu quasi. Ich hätte Rocco auch verstoßen. Wobei, ja. Also sympathischer als der Ochsenknecht jetzt auf jeden Fall. Das ist doch ein Ochsenknecht. Das ist doch alles dieselbe Brut. So, kommt doch alles aus demselben Hoden, wenn man ihm da Glauben schenkt. Wenn ich mir diese Jimmy Blue-Gefotze anschaue, dann ist das ja... Die sind echt widerlich, ne? Ja. Meine Fresse. Bah. Also, ich vermelde 8 Zuhörer. Wahnsinn. Moin, moin. Ah, guten Tag. Es ist gerade ein neuer zugekommen. Ja. Ja. Sie möchte die Dschungelkönigin bekommen, okay. Vielleicht gibt es sie auch zum Mitnehmen. Ja, sie spricht ja sowieso so ein komisches Deutsch, Englisch, Gewisch, Dänisch, ja. Irgendwas. Wobei, Dänisch habe ich sie noch nicht reden hören. Ja, man hört, also die hat einen starken Dialekt, also einen Akzent. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Dialekt und Akzent? Ist Dialekt eigentlich immer in Deutsch, innerhalb Deutschlands? Dialekt ist eine Unterkategorie der Sprache. Ein Akzent ist halt Betonungsweisen. Ah. Also das würde jetzt mein Latein, Laien, logopädisches Dings da sagen. Also nicht einfach logopädisch? Aber ist Logopädie nicht, hat das nicht was mit Arzt zu tun? Ja, auch. Also zum Outfit. Ich finde das ja ganz, ganz schrecklich, ja? Dieser kurzhaarige Mann und Dirk Bach. Mich raus. Toll. Was ist denn der kurzhaarige Mann? Jetzt lacht wieder keiner über meine Witze. Ich finde die gut, die beiden übrigens. Ich finde die wirklich gut. Also das Beste an der Sendung ist immer noch die Redaktion, die diese ganzen Witze aufschreibt. Die ganze Selbstironie und dieses Selbstverarschen des Privatfernsehens. Das ist, glaube ich, das Geilste. Warum ändern sie nicht den Vorspann? Weil die ganzen Idioten sind ja schon raus. Aber die kommen gleich wieder. Die werden dann gleich alle einzeln ins Baumhaus reingeführt und die sind ja immer noch alle in Australien. Ne? Ich fand übrigens gestern gar nicht erschreckend, dass die Michaela rausgewählt wurde. Irgendwann gehen ihre Möpse auf die Eier. Das war im Prinzip alles, was sie hatte. Ne? Und sie hatte im Prinzip schon ausgepackt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, gut. Sie lief auch gestern auch nur mit diesen Dingern rum. Und sie hatte eine Unterhose an, eine richtige. Das war wahrscheinlich, ist sie deshalb rausgewählt worden. Ja. Das kannst du auch nicht aushalten. Also wir können mal gucken, die erste Staffel, Costa Condalis, Dschungelkönig. Ist der nicht letztens gesunken im Mittelmeer? Oh Gott. Also auf
Costa passen irgendwie 3000 Passagiere, habe ich letztens gelesen. Ja. Und eine Flasche Wein. Ja, der 9. bin ich. Ach, guck mal, gerade. Aha. Warum hörst du denn deinen eigenen Stream? Das ist doch quasi. Nein. Sorry. Ich habe gerade einen Tweet vorgelesen, der an mich adressiert war. Ach so. Dass sich jemand gerade als der 9. Zuhörer geoutet hat. Was ich auch bestätigen kann gerade. Ich, es kann sein, dass wir ein bisschen zu leise sind, weil wir kommen irgendwie hier, wenn wir so ganz normal sprechen, so bei knapp minus 20 dB hier raus. Dann dreh uns doch auf dem Mischpult lauter. Ja, das kann ich tun. Ich möchte es aber mal so ausprobieren, weil mir ist irgendwie eh nicht ganz klar, ob wir das jetzt noch auf dem Server hochjatzen sollen oder nicht. Weil im Hintergrund hört man da was? Wenn das nicht laut gerechnet wird, ja. Also das wird ja laut gerechnet später noch ein bisschen. Und wenn das dann nicht rauscht, dann ist es eigentlich in Ordnung, weil dann können wir nämlich auch ab und zu mal ein bisschen lauter schreien oder mal husten und muss nicht alles auf gemutet werden, ohne dass hier gleich das Mischpult platzt. Was mich immer wundert, haben die über dem Dschungelplan irgendwie so eine Plan oder ein Dach? Ja, die sind, wo die campen, da ist überdacht. Aber nur da und der Rest halt nicht. Ach, weil ich mich immer wundert, weil im Sturmregen waren die doch scheinbar trocken immer. Ja, ja. Also irgendwie ein bisschen ist es reingeregnet. Ja, klar. Aber nicht viel. Oh nein. Am besten war natürlich hier unser Faultier. Der Rocker. Käseski. Ja, Käseski. Der bei Star Search gewonnen hat. Ja. Das wusste scheinbar irgendwie keiner mehr. Ich kenne ja auch jemanden, der mal bei Star Search teilgenommen hat. Ach, verlorene Karriere? Ja. Ja, was ist verloren? Nö, der macht noch ein bisschen. Ach so. Was, du meinst dich? Nein. Nein. Der macht so hier. Soll man da jetzt hin verlinken? Soll man André, kann man André verlinken? Macht der eigentlich noch was? Also normalerweise führt der noch auf. Der macht so Kabarett-Comedian-Kram. Ich guck mal, ob es die Seite noch gibt. Fun Fact: Michaela ist ja das Gesicht der Venus. Der Erotikmesse in Berlin. Jetzt müssen wir aber nicht die alten, aber das war schon vor 2 Jahren oder so. Jetzt müssen wir nicht die NSFW-Witze wiederholen. Die kennt doch jeder. zweite Dschungelkönigin wurde die Serenik. Die jetzt auf bild.de so immer kommentiert zu der Sendung. Ja, ja. Apropos, ich kann mal ja draufgehen auf bild.de. Was schreiben die denn, die Kollegen von der... Jetzt passe. Gib hier nur Ärger später wieder. Wenn du willst, kann ich noch Pizza machen nachher. Ne? Du kannst irgendwie immer Bescheid sagen. Ich kann das schnell noch belegen. Ich habe noch alles da. Ja, überlege ich mir noch. Gut. Die war auch lecker, ne? War die lecker? Ja. Serafina, unsere Chefredakteurin, sagt, die war lecker. Serafina Chantal. Veronika, natürlich. Verzeihung. Oh, guck mal hier. Also man kann bei bild.de im Live-Check mit Per Kusmak, Ross Anthony und Desi Nick im Live-Chat bei bild.de. Super, das haben wir uns auch alle gewünscht. Ja. Kann man die Kommentare hier? Das ist auch genauso langweilig wie bei uns zuzuhören, ne? Mit denen zu chatten. Das ist, ja, also bild.de ist aktuell Brigitte Nielsen vorne. Bei wer es sein könnte. Wusstest du, das habe ich letztens... Wusste ich nicht. Gut, okay, haben wir das auch geklärt? Erzähl. Ich gucke das jetzt nochmal nach, weil ich kann das immer noch nicht so ganz glauben. Sie singen schön, oder? Mal nach. Was? Sie singen schön, oder? Die Tante Brigitte. Ja, irgendwas muss sie ja können. Nielsen, so. Und zwar habe ich mir so überlegt, wie alt ist die wohl? Wer? Brigitte Nielsen. Nicht nachgucken, schätzen. Du hast sie jetzt da tagelang gesehen. Ich habe es nicht gehört. Okay, aber ich sage, sie ist 62. So, ich habe nämlich auch gedacht, die wäre irgendwie 60 oder so. Quatsch, die ist 40. Die ist am 15. Juli 1963 in Rödovre. Nur einer Jahr älter die ist meine nicht Mutter. Mal, die ist nicht mal 50. Wow. Die gute. Die wird dieses Jahr, nächstes Jahr wird sie 50. Die ist 48. Ja, aber das, ich finde das ganz schön. Ich finde, also, sie sieht wesentlich älter aus. Aber sie sieht jetzt nicht schlecht älter aus. Nein.
Ja, die ist halt abgefuckt. Die Alte ist halt vom Alkohol. Ja, ist doch so. Die ist vom Alkohol und von Drogen gezeichnet. Ja. So. Und Michaela hat schiefe Brüste. Auf jeden Fall auch. Sie sind also mit immer diese Nahaufnahmen, ne? Das ist auch so. Also, wie sagte der Holgi, mit Bauchschaum aufgefüllt? Die haben ja, vor allen Dingen das Lustigste fand ich ja, irgendwann mussten sie ja vor 200 Tagen nochmal sagen, sollten sich irgendwas Besonderes ausdenken und dann den Zuschauern erklären, warum man sie jetzt unbedingt nochmal für sie anrufen sollte, dass sie drinbleiben. Und dann hat sie sich ja natürlich ausgezogen, weil das ist irgendwie das Einzige, was sie kann, und hat sich dann diese komischen Palmwedel davor gehalten. Hast du das gesehen? Ja, natürlich. Ja, ja. Und dann hat sie gesagt, oh, hier, ruft mich an, ich bin so schön. Und dann hat sie sich natürlich drinnen wieder angezogen und hat sich drinnen die Hose angezogen und dann gab es natürlich eine Nahaufnahme, ja, die begleitet wurde mit den Worten, jetzt steht Michaela am Scheideweg. Das Beste, die beste Aufnahme war immer noch die gestern bei der Schatzsuche. Und zwar, die mussten halt irgendwie so durch, die mussten so einen Hühnerkäfig gehen und durch so einen Untertunnel. Und die mussten halt sich auf den Rücken legen und durch diesen Tunnel runter durch. Und das war unter Wasser natürlich. Das heißt, du hast nur noch Wasser gesehen und ihre Brüste rausgucken. Und das ist natürlich schön in Detailaufnahme. Ist Silikon eigentlich eine geringere Dichte als Wasser? Das wäre jetzt nochmal interessant rauszufinden. Wir recherchieren das. Ist das eigentlich ganz normales Standard-Silikon? Ist es quasi Baumarkt-Silikon, nur in besserer, reinerer Qualität? Nein, das ist medizinisches Silikon. Ja, ja. Außer es ist jetzt so ein französisches Ding drin. Dann ist es nee, das ist mir schon klar. Aber was ich irgendwie wissen will, ist... Hat die sich gerade Sekt über die Büpse Keine Ahnung. Kennst du die? Naja. Naja. Ist das... Ist da, wenn das medizinisch ist, ist das noch eine bestimmte andere Verbindung? Ist da noch was zugetan? Oder? Sehe ich aus wie ein Chemiker? Keine Ahnung. Und meine Möpse sind echt. Ja, das wäre jetzt mal. Wäre jetzt mal interessant. Also, mir gefällt das Outfit von Dirk Bach heute, glaube ich, noch am besten. Dieser Dino gestern, der war ja wirklich arg grenzwertig. Warte mal. Ich. Wie wenn man das, ist das ein Brustsilikon oder wie heißt das? Ja, guck doch einfach. Herstellung und Nomenklatur, ich möchte da nicht. Silikonöle. Nee, wir machen das mal ganz anders. Ich suche mal nach Brustimplantat. Ah. Und wir haben peinliche Konkurrenz. Die Redaktion meldet gerade, das hat eine samtige Oberfläche, damit es in das Gewebe hineinwächst. Das ist halt von außen, ist die Oberfläche anscheinend ein bisschen. Muss das nicht sowieso immer mal rausgenommen werden? Das hält doch nicht ein Leben lang. Das halt, ich denke immer. War mein, also, ich weiß nicht, muss man damit zum TÜV? Kohäsives Silikon. Meine Vorstellung ist, das tut man rein und dann sollte man das irgendwie so alle 20 Jahre mal erneuern. Oder? Das ist doch kein Ölwechsel. Ja, aber ich dachte nicht, also ich hätte es, keine Ahnung, ich bin auch nicht jetzt. So, bis heute wurden weltweit 10 Millionen Frauen übrigens operiert. Ja. Recht wenig, oder? Ich hätte mehr gedacht, dass sich mehr Frauen aufblasen lassen. Oh, Kapselfibrose. Mhm. Ah ja, guck an. Eine Folge-OP ist unter Umständen nötig, falls eine, wie schon oben erwähnte, Verformung durch eine Kapselfibrose vorkommt oder das Implantat beschädigt sein sollte. Die Häufigkeit liegt bei ca. 20%. Guck mal an. Das heißt, eine Erneuerung des Implantats ist in bestimmten Zeitabschnitten ist mit aktueller Technik nicht mehr erforderlich. Okay. Aber trotzdem hast du eine Wahrscheinlichkeit von 20%, dass das mal ausgewechselt werden muss. Wir müssen was machen. Unsere Zuhörerzahlen sinken. Wir sind doch ein kulturelles Angebot. Wir sind noch nicht für die Quote. Wir sind noch, weißt du? Ja, wenn ich GEZ-Gebühren bekommen würde, dann ja. Ja, aber wir kriegen noch nichts pro Hörer. Ja, aber das ist mein Ego. Mein Ego ist ein fressiges Wesen. Tja, die roten Schosen. Also bis jetzt war das ja schwach, ne? Da gab es bloß dieses eine Tränenvideo gerade und jetzt zeigen sie nochmal ständig die Nummern, damit angerufen wird. Können die nicht mal irgendwie ein bisschen... Action? Nein, aber lustige Videos zeigen oder so, wo man auch ein bisschen lachen kann. Das weiß nicht. Aber Pocahontas. Ich mag den Spitznamen für Kim. Ach, die Haare sind gefärbt.
Guck mal, die hat einen Ansatz, ja. Oder nicht? Ja, kann sein. Tja. Färbst du dir etwa die Haare, dass du das sofort erkennst? Nein, aber eigentlich hat Gerhard Schröder Gate. Der färbt doch nicht die Haare. Doch, natürlich. Hat er nicht geklagt sogar mal? Ja, hat er doch, ne? Ja, und hat auch gewonnen. Hat auch gewonnen, ja, das ist irgendwie noch schlimmer. Ja, und die Beifahrer von Dings da, Dings, Kiesmann war natürlich auch nicht Schröder. Um Gottes Willen. Das war ja wohl irgendwie wirklich nicht, ne? Das hat ja wohl irgendwie so ein Anwalt aus Hannover behauptet und ist dann auch vor Gericht gegangen und hat zwar Beweise vorgelegt, aber wohl die Kiesmann hat wohl durch die ganzen Polizeidinger und so nachgewiesen, dass das, okay, dass er es nicht war. Aber wahrscheinlich war es eine Verschwörung, ja. Und wie immer. Und sie, TM, halten nur die Informationen zurück. Mhm. Wir wissen ja, dass die D-Mark II längst auf den Straßen unterwegs ist. Es gibt auch die Möglichkeit, Brustimplantate über den Nabel einzubringen. Das macht man aber nur bei befüllbaren Kochsalzimplantaten. Befüllbare Kochsalz, das heißt, dann kann man die immer je nach Laune aufpumpen. Heute habe ich mal Bock auf D. Und dann, aber das ist doch, hält doch die Haut, hält doch keine Haut der Welt aus, oder? Doch, die kannst du schön spannen. Ja, aber das, natürlich kannst du Haut spannen, aber das ist das. Naja, du kannst natürlich von A direkt auf G, ja, hochblasen. Ja, eben, das war ja gerade mein. Aber du kannst wahrscheinlich in zwei Körbchengrößen hin und her schwanken, gerne mal. Das ist auch ein Riesenunterschied, ob du irgendwie. Beziehungsweise es funktioniert so, dass man langsam aufbläst, die Dinger. Nach und nach. Die Technik. Ach so, du meinst so zum Vor. Genau. Zur Vorarbeit und dann die richtigen Implantate hinterher setzt oder wie? Nee, drin bleibt, also aber damit die Haut, also das ist ein schonendes Verfahren. Mhm. Was sieht denn das Problem, wenn du so direkt. Warte, aber hier mal, was haben die, was ist das? Was haben die da? Ach, die müssen jetzt jeder noch eine Dschungelprüfung machen. Natürlich. Wir müssen ja die Sendezeit füllen. Ja. Ja, steht hier auch bei. So. Aber bei Rocco finde ich immer das Besondere, als ich die erste Folge gesehen habe, wusste ich mir, boah, das ist für ein Schwein, so ein Ekel, den mag ich nicht. Ja. Jetzt würde ich sagen, ja, das ist in Ordnung. Was? Nee. Doch. Also ich habe das erste, als ich den gesehen habe, zum ersten Mal habe ich gedacht, bäh. Und jetzt, wenn ich ihn jetzt nochmal sehe, denke ich, bäh. Ich mag ihn. Nee. Das ist so ein Schmierlappen. Guck mal hier, guck dir mal an, wie er schon guckt. Wie doof. So künstlich. Das ist doch alles künstlich da. Denkst du, das ist da echt? Also die Brüste von Michaela sind echter als sein Verhalten hier. Das ist alles, ja. Nee, übrigens, aber ja, gestern musste Michaela rausfliegen, weil. Das ist ganz einfach zu erklären. Ich halte das nämlich für ein demografisches Phänomen, was da gestern passiert ist. Ach, generell, jetzt kommt der Statistik heraus. Generell ist er unbeliebt. Allerdings haben halt die ganzen kleinen Mädchen für ihn angerufen. Ja, und wenn du, da sitzen die kleinen Mädchen und die denken dann, guck mal, da sind drei Frauen und da ist irgendwie ein Kerl und der ist so süß. Und dann rufen sie den an. Der ist auch süß. Hm. Das ist ein Schmierlappen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Lumi, Lumi, Masa, was? Warum? Ja, die haben doch bescheuerte Namen. Jimmy Blue und. Ach so. Und hier, Wilms Gonzales oder so ein Scheiß. Nee, der hieß anders. Warte mal. So, ich plündere mal unseren Süßigkeitenvorrat. Ja, mach mal. Deine Süßigkeiten sind aber ganz schön salzig. Wilson Gonzales. So wie der. Salzigkeiten. So wie der. So wie diese Sportartikelherstellerfirma. Kenn ich nicht. Wilson? Ja. Ja, natürlich. Du hast doch bestimmt Castaway gesehen. Nein. Mit dem Typen, Tom Hanks. Nein. Aber du wirst doch schon mal gehört haben, dass er einen Ball hat, mit dem er spricht.
Nein. Die nennt er. Die, also Wilson, die machen irgendwie alles, die stellen irgendwie so Tennisschläger her und Tennisbälle also. Und Volleybälle und halt so Sportartikelhersteller halt. Also, wir sind jetzt bei der Dschungelprüfung. Meine Lieblings- stopp, warte mal. Warum? Warum sollen die sich jetzt anstrengen? Über die Zuschauer? Das kann ehrgeizig genug sein für dich. Ja, aber es gibt ja jetzt kein Essen oder so. Das ist immer, im Prinzip ist es doch egal. Es gibt Bio-Brustimplantate aus mit Sojaöl oder Rapsöl gefüllt. Ja, in der Höhe kann man darin seine Fritten frittieren. Die sind inzwischen vom Markt, Entschuldigung. Oh, die sind vom Markt. Vielen Dank, Serafina. Ich bin gerade überlegen, was meine Lieblingsprüfung ist. Ich glaube, die mit dem Tunnel. Die mit Michaela war. Ja, das war aber fies, weil sie dann auf einmal, als sie dann noch hoch wollte zu dem einen Ding, haben sie ja die Luke geöffnet und sie ist einfach mal rausgespült worden. Das war unangenehm. Also, das stelle ich mir unangenehm vor. Natürlich, das ist der Sinn der Sache. Aber ansonsten war die gar nicht schwer. Also, ich fand die Dschungelprüfung auch dieses Jahr nicht so ekelig wie die letzten Jahre. Ja. Das ging alles. Also, ich habe den Känguru-Hoden vermisst. So am Anfang durch Ratten latschen und so ist ja im Prinzip Pipi-Kram, weil die können da ja keine infizierten Gammelratten reinsetzen. Das sind ja alles gezüchtete sonst was Dinger, die sind ja sauber und deshalb. Die müffeln zwar vielleicht, aber die müffeln halt wie sie müffeln. Dass sie müffeln und kitzelt ein bisschen, aber das ist jetzt nicht unbedingt, dass man sich ja großartig vor ekeln muss. Ja. Also eklig sind tatsächlich nur diese Essensdinger gewesen. Ja. Und die Spinnen vielleicht. Ich finde Spinnen einfach widerlich. Deshalb. Ja, klar. Dr. Bob. Dr. Bob ist gar kein Doktor? Nee, der ist Maskenbilder. Der baut solche Dinger, Masken hier. Warte, hast du nicht gesagt gestern, der ist hier. Der ist Sanitäter? Nee, Dr. Bob. Wer hat mir das denn gesagt? Ach, also, ja. Bob McCarron, sagt die Wikipedia, ist Special Effects Künstler, Maskenbildner und ausgebildeter Rettungssanitäter. Ah ja, doch, guck. Aber kein Doktor. Nein. So, was ist denn jetzt das Ziel überhaupt? Er muss jetzt sich drüber schwingen und, oder was? Knister mal nicht so laut. Darf ich gleich Werbung machen? Das nächste Mal verstecke ich die Schokolade, aber. Ja, das ist schon alles auf hier. Das muss halten bis um. Ups. Verzeihung. Das muss halten bis um. Wann ist das aus? Um 12, ne? Mhm. Was ist eigentlich mit deinem Bus? Kriegst du den noch? Oder musst du den um 13:30 nehmen? Und den nochmal halb zwei. Naja, gut. Nee, aber ich habe mir McDonalds-Gutscheine ausgedruckt. Die halbe Stunde in der Innenstadt. Mit zwei McRibs. Aber warte mal. Bis 4 Uhr morgens haben sie gestern. Genau, am Wochenende bis 4 Uhr morgens. Aber hab ich letztens auch gesehen, als ich lang gelaufen bin. War ich gestern da noch. Bis Ladenschluss noch meine McDonalds verzehrt. Zeugnis nachtrinken. Ein Oreo. Die Schattenredaktion wird gefüttert. Mhm. Warum macht er das noch? Ich verstehe das nicht. Der gewinnt doch eh nicht. Das kann er sich an drei Fingern abzählen, dass er nicht gewinnt. Aber scheinbar hat er sowas wie Ehrgeiz. Kriegen die nochmal einen Bonus, wenn sie Dschungelprüfung machen? Das kann gut sein. Du hast ja gesehen, bei Vincent Raven, der wollte partout nicht freiwillig gehen. Ja, klar. Weil es geht ordentlich in die Kohle. Ja, ja. Ach was. 250 Kubikzentimeter im Quadrat. Dass mit 250 Kubikzentimeter die Silikon gefüllt ist, wiegt ungefähr 250 Gramm. Also dieselbe Dichte wie Wasser. Die ähnliche Dichte. Oh ja. Ja, dann schwimmt es ja gar nicht. Schade. Ja. Gut, das wird jetzt Auftrieb erzeugen. Obwohl, das muss ja auch. Weil wenn du dann damit schwimmst, was ist, wenn du tauchen gehen willst oder so. Obwohl, wahrscheinlich darf man gar nicht tauchen gehen, wenn man ein Implantat hat, oder? Ja, weil die zu tief? Mit Druck und so? Ja. Explodieren? Ja, eine Atombusenexplosion. Darf man jetzt eigentlich mittlerweile mit fliegen? Oder das hatte ich irgendwie noch so im Hinterkopf, dass das Fliegen ganz komisch ist. Du hast Druckausgleich in der Kabine. Das ist kein Problem. Ja, klar, aber trotzdem hast du immer wieder
immer wieder Phasen, wo der Druck geringer ist. Ja. Das merkst du doch im ICE schon. Ja, Tunnel. Hast du, ja, da hast du auch einen Druckausgleich und trotzdem merkst du das ab und zu noch. Also er versinkt jetzt in dem Morast, oder wie? Ja. Das sind ja bloß irgendwie, was ist das? Was ist das denn? Das sieht nach so einer Mehlpampe aus. Wir hätten mal aufpassen sollen. Nee, da sind nur so Tiere drin oder so. Was ist denn das? Oh. Mehlpampe. Seine Schuhe ist er los. Das ist ja wie zu Hause. Wie zu Hause im Watt. Er betrügt schon wieder. Ja, er ist über den Zaun gesprungen, das darf er nicht. Genauso wie er doch bei der einen Prüfung auch beschissen hat. Da hat er doch, als sie da in diesen... Der lag in dem Grab? Genau, in dem Grab. Und dann mussten sie ja immer diese... Fischresten? Genau. Und da hat er schon unter Wasser den Stern entknotet. Genau. Und das haben die natürlich gesehen. Weil die sind ja nicht doof. Und jetzt hat er schon wieder beschissen. Das ist, so kommt er mir vor, so ein kleiner Cheater. Weißt du? Der motet bestimmt auch sein GTA. Ach, sind das Blutegel oder was? Ja, Mehlpampe. Ja, ist das denn Mehl? Ja, das ist irgendwas, was irgendeine Substanz, die sich absetzt und offensichtlich zu einer Verwertung und im Bereich der Säuren hängen wird. Das könnte eine Tarmehlsäure sein. Varansperma. Ob er wohl wieder was abgezogen bekommt? Ich glaube fast schon. Nicht außen. Vor allen Dingen, ich verstehe es. Ich verstehe das gar nicht. Weißt du, so was kann man irgendwie einmal bringen, aber wenn sie mich dann irgendwie ermahnen würden, mach's doch mal richtig, dann würde ich doch nicht nochmal. Ist das hier so Pudding? Nee, Pudding war falsch. Nee, das ist so. Das da? Ich glaube, das ist einfach nur Brackwasser, oder? Grünes Brackwasser? Oder meinst du, das ist so hier Wackelpudding? Wackelpudding, ja. Ah, Heuschrecken, oder was? Was war das? Also die Prüfung ist jetzt nicht so schwer, ehrlich gesagt, oder? Nee, aber ich glaube, das ganze Getier krabbelt in die Unterwäsche. Es ist mittlerweile, glaube ich, egal. Ich glaube, dieses... Oh. Achso, er hält das Seil fest. Nein. Das da aber doch bestimmt nicht. Also jetzt verstehe ich das Prinzip der Prüfung. Ja, ja, er musste die runterziehen, dann fahren die wieder hoch und dann muss er schnell hinspringen. Das war ja fast wie die Schatzsuche letztens. Da wird wieder ein Stern abgezogen. Das geschieht ihm recht. Ja. War doch egal, die Sterne ziehen ja nichts. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, ich lade mal diese illegale Datei von Microsoft runter. Und dann mute ich meine Xbox. Und dann werden seine Freunde staunen, dass er aus Autos Waffen schießen kann. Aber das hat Dirk Bach natürlich durchschaut. Also die Könige bei Bild im Live sagen, dass seine Prüfung zu einfach war. Da können wir zustimmen, oder? Du kannst doch jetzt nicht hier ständig bei Bild rumsurfen. Ja, ich lese den Live-Ticker mit ihrem Livestream. Ja, die sitzen in der Redaktion und haben auch Chips. Und haben so Burger King-Kronen auf in Gold. Pappkronen. Sag mal, warte, jetzt muss ich auch mal gucken hier. Bild. Normalerweise auf solche Seiten surfe ich ja gar nicht. Wo siehst du das denn? Ich sehe hier bloß Brigitte Schäpe. Also es ist auf bild.de. So, und dann, achso, hier wohnen, oder was? Wo bist du? Ja. Nee, doch. Woher weißt du denn, dass die mit Burger King Kronen sitzen? Ja, weil dein Livestream eingeblendet ist. Ach, unten? Das ist ja Flash. Ja. Nee, das ist jetzt hier noch nicht live. Das ist doch irgendwie Vincent Ruder zurück, ich mag Schwule. Aha. Ja, der kann nicht mal. hoch. Ja. Also. Ja, du bist auch falsch. Wie, das ist falsch? Ich bin jetzt so... Nein, raus. Da gibt es. Geh hoch auf die Startseite. So. Hier, im Live-Chat. Da auf dieses Bildchen. Da? Ja.
Oh, Tante Brigitte muss zur Prüfung und der ist mit Kim alleine. Na, mal schauen. Was das ist die Frage, geht. Sind die, also, ist das echt? Ihre Liebe, also jetzt in Anführungszeichen? Naja, was ja, also ich meine, ich kenne das ja noch so von so Kinderfreizeiten. Das ist ja immer so, dass man so eine gewisse, weil man ist ja irgendwie aufgeregt, weil man weg von zu Hause ist und dann, wenn man noch so jung ist, ja, wie die beiden. Und dann geht natürlich alles viel schneller als draußen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass die irgendwie denken, Könnte hilfreich sein? Ja, das spielt natürlich immer mit. Das ist sowieso, das ist der einzige Grund. Die sind ja nicht blöd, die Leute, die da reingehen. Ja? Die wissen ja, warum sie es machen und die wissen ja auch, dass über sie gelacht wird. Aber die sagen halt, naja, die 20.000 Euro oder 30.000 oder was, lasse ich halt nicht fallen. Dann nehmen die halt mit. Ja. Wie siehst du das? Ein ehrenhaftes Schummeln. Ein ehrenhaft, das erzähle ich meinem Lehrer, wenn ich bei der Klausur schummle. Genau. Das war ehrenhaft. Ja. Ich, was sie ja dieses Jahr gar nicht gemacht haben, ist ja sich so, also nur so ein bisschen. Letztes Jahr haben sie sich ja irgendwie alle mit Kohle geschminkt. Oh, jetzt ist er schon ausgezogen. Er hat das T-Shirt schon aus und Brigitte geht jetzt. Und dann sind da zwei alleine. Nein, also. Oh nein! Oh, Schwarzbild. Nein. Oh. Das war nicht das Schwarzbild, das war die Zensur. Ach, das war die Zensur. Meinst du? Ja. Was wollte ich sagen? Nee, ich glaube schon, ich kann mir schon vorstellen, dass die wirklich so ein bisschen scharf aufeinander sind. Natürlich immer von dem Hintergrund, dass die auch denken, dass denen was nutzt. Obwohl, dann wären sie vielleicht weitergegangen. Man weiß es nicht. Weiß man nicht. Wir können nachher noch Roborally spielen. Roborally? Mhm. Wenn wir hier fertig sind mit dem Scheiß. Sonja Ciclo ist Pilotin ausgebildete. Ja, das wusste ich aber. Aber ich finde das ein interessanter Effekt. Ja, also, aber sie scheint ja hier wohl mehr, hier Dings, ne? Weißt du? Ja. Mehr zu verdienen. Das definitiv. Ja. Sonja, Liebessuppe. Liebessuppe, was? Liebessuppe. Das hat Tante Brigitte gesagt. Zu Kim und Rocco. Ja. Ah, wir haben hier Liebessuppe. Kann hier einer der Leute, die sich tatsächlich diesen Stream hier antun, mal bei Twitter @theannycast oder @brunsoweiter oder sowas mal schreiben, ob wir laut genug sind oder ob wir irgendwie lauter müssen. Genau, oder liebe so. Sechs Leute. Das wäre vielleicht mal ganz gut, weil das ist ja eigentlich mehr so ein Experiment, ob das überhaupt irgendwie geht mit dem Stream oder ob das irgendwie langzeitverträglich ist oder ob hier irgendwas knarzt oder rauscht oder sonst was. Deshalb wäre das vielleicht mal ganz hilfreich, wenn wir da irgendeine Antwort bekämen. Danke dafür schon mal. Ich hole mal. Oh, schon. Das ging aber schnell. Oh, aber das ist jetzt hier. Also, der Rocco ist jetzt ist so der zweite Schauspielerspross. Weil in der ersten Staffel war hier. Das denn Semmelrogge. Wir. Auf Platz 10. Bedanken uns. Herr Kaiser. Auch schön. Ja, laut genug. Super. Ja, gut. Cool. Was? Ja, obwohl, das ist auch intern. Ich hole mal was zu trinken. Das macht es mal. Oh, ist das eine Essensprüfung? Brigitte muss Mumu essen. Haha. Weiß ich nicht. Wasser.
Ja, wir schweigen gerade einen Moment, wir hören gerade ganz aufgeregt der Beschreibung des Prüfung zu. Tja. Auch auf Facebook kam gerade die Bestätigung, dass wir laut genug sind. Ich habe doch gerade eben schon bei Twitter. Aber auch über Facebook gerade. Facebook kann das. Facebook stirbt ja, bin ich der Meinung. Ich glaube ja, StudiVZ wird das nächste große Ding. Nee, bei Twitter ging natürlich wesentlich schnell. Das ging wie ich schnell. Nochmal danke, Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer. Ich würde auch gern Kaiser heißen. So viele Wortspiele mit Kaiser. Also hier bei dir, wie heißt der Kaiser? Also, dann hat mir jemand auch noch immer korrigiert. Also wir haben drei Leute, die es bestätigt haben. Ach was? Wir haben drei reale Hörer. Ja, super. Fuck, ey. Ja, drei Hörer, die mitmachen. Ja. Wir sind ja interaktives Dingster hier. Ja. So, warte mal. Wir können uns antwittern und wir ignorieren es. Ich hab doch hier, ich hab nur nicht gesagt, hier, das war jetzt der so und so und der heißt da und schon wieder angeschrieben worden. Ja, Oh, Herr Poli. Den Witz habe ich ja noch nie gehört. Ich weiß nicht, welchen Witz du meinst. Welchen Witz? Ach so, den Herrn Kaiser, ja klar. Ja, den kenne ich. Der ist, der macht Plaza, die eine tolle Seite. Ah, okay. Ja, werde ich mal hinwerfen. Kann man ja mal zwischendurch machen. Obwohl, jetzt wird gerade gegessen. Jetzt wird's gut. Das Prost ist, übrigens. Prost. Das ist... Ist das frittiert? Nee. Das ist frisch, ne? Also es lebt auf jeden Fall nicht mehr. Guten Appetit. Was ist jetzt, wieso diese Uhrzeit? Ein Grashüpfer. Muss sie das aufessen, bevor die Minute rum ist, oder muss sie eine Minute drauf rumkauen? Ja. Ja, das ist, kannst du das nicht so viel kauen, schlucken. Ja, aber du kannst das einfach nicht ganz... Warum denn nicht? Soll ich den Grashüpfer zubereiten? Ja, mach. Ja. Das wird immer mehr im Mund, ja. Wie viel hat sie denn da? Sie muss sie einen essen, oder ja, was? Ja, einen. Ja, aber... Aber guck mal, wie die Zeit schnell vergeht. Du kaust da rum und es wird zäh wie Gummi. Zäh wie Leder. Ja, aber... aber was ist denn das? Das ist doch bloß der Chitinpanzer. Den muss ein bisschen durchbeißen und dann ist er drinnen, muss doch auch bestimmt... der hat doch auch Organe. Erzähl mir doch nichts. Oder haben die Insekten... Insekten haben doch bestimmt auch Insektenmatsch. Das ist ein Schlauchgematsch hier drin. Aber du... Hast du auch mal eine Insektenvorlesung besucht eigentlich? Nur so Schad-Dinger, ne? Kartoffelkäfer, ja. Ich grüße den Christian S., interaktives Dingster. Wir haben der vierte Hörer, der antwortet. Du, also wurde hier schon ständig Witze von Holgi. Ich habe keinen Witz von Holgi geklaut. Ja, du warst die ganze Zeit kurz davor, erzähl mir doch nichts. Holgi sagt immer, ja? Der Grüßer ist der Feind des Hörers. Wie, der Grüßer ist der Feind des Hörers? Der Grüßer ist der Feind des Hörers. Denn im Zweifel ist der grüßt und der gegrüßt wird, das sind die einzigen, die das interessiert. Und der Rest ist genervt und gelangweilt davon. Deshalb sollte man das tunlichst vermeiden. Und ich kann das nachvollziehen und ich gehe da d'accord. Truthahnhoden. Unsere Hoden sind da. Die sehen aber komisch aus. Na, also, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ich sah, für mich sah das nach Made. Made. Made, aber Made ist doch nichts. Made ist doch im Prinzip einfach nur fleischig, oder nicht? Da kann man doch... Ist doch eklig. Boah, ich hab mal... Ich hab... Truthahnhoden? Nein. Warum soll ich Hoden durchschneiden? Ich hab schon hier Bullenhoden zitiert. So. Was haben wir da eigentlich für eine Redakteurin eingestellt? Was studiert sie denn eigentlich?
Das wusste ich jetzt bis jetzt gerade nicht. Was ist das genau? BWL. Mit Schwerpunkt Hitlerwesen. Man lernt das Deutsche Reich zu führen. Okay, ich kann normale Agrarwissenschaften. Aber dann so ein Biologie-Scheiß? Ja, was ist denn das? Agrarwissenschaft, das hört sich halt irgendwie nach BWL nur mit Schwerpunkt auf ja, gibt's auch. Wenn ich die Richtung genommen hätte, ja. Aber es gibt ja verschiedene Richtungen. Es gibt bei denen irgendwie Agribusiness. Ach so. Wie Solar, ja. Okay. Ich weiß auch nicht, was das heißt. Da kommt ständig Abkürzung. Morgen habe ich wieder STPTNFG, aber die schreibe ich erst auf dem zweiten Termin. Ja, genau. Was? Wirtschaft? Wirtschaftssozialkram in der Landwirtschaft. Aber Sozialkram, habt ihr das überhaupt? Die haben ja im Wirtschafts-, also die haben ja BWL Unterricht gemacht, hier quasi. Vorlesung. Und da wurde ja auch ganz schön... VWL? Ja. Ist Marktversagen eine hinreichende Bedingung für einen Staatseingriff? Und die richtige Antwort, man konnte ja und nein ankreuzen, und die richtige Antwort war nein. Das heißt, wenn du ja angekreuzt hast, dann war das quasi falsch. Wobei ich mir dann denke, das ist doch nur eine Lehrmeinung, oder? Das ist eine... Keine Meinung, das ist einfach nur bescheuert. Nein, also hat jemand uns in der Vorlesung so gesagt, dass ja richtig, also dass Nein richtig ist. So, ich guck mal was. Auf jeden Fall, die Brigitte hat die Hoden gegessen. So, also die sahen jetzt auch nicht so schlimm aus. Jetzt gibt's Sushi. Sushi? Ja, Sushi. Oh, eine Made. Oh, ist ja eklig. Das ist am ekligsten. Da würde ich, glaube ich, jetzt gerne noch ein paar Hoden essen. Die ist nämlich noch lebendig, die Made. Ist ja eklig. Ja, da twittert gerade jemand, diese Hodenprüfung wäre eher was für Michaela gewesen. Was? Ja, und da kommt so ein Schleim raus. Das gab schon mal. Ja. So, ich bin wieder da. Was war jetzt mit dem Sushi? Da hat sie abgelehnt. Wie? Was war denn das Sushi? Sag, keine Ahnung, ging mir zu schnell gerade. Wie die sich anfühlen, diese Mark? Die haben so eine ganz komische. Die fühlen sich ganz. Die sind einfach nur matschig, oder nicht? Dann geht die Haut wieder so raus. Die fühlen sich ganz glatt an. Oh, ist ja eklig. Haben wir noch ein Mikro? Nee, ne? Nee. Schade. Ich guck die Mann sich nur so blöd an. Ich guck mal hier, was sagt. Ich habe ja hier das VWL-Lehrbuch von Peter Bofinger. Oh, das zieht sich. Oh. Aber ich glaube, sie. Oh. Also für die Zuhörer, die nicht gucken, die Made, also sie hat sie nicht ganz in den Mund genommen. Wer hört uns denn zu und guckt das nicht? Das wäre jetzt wohl doppelt lächerlich. Das macht der hier unser jemand aus, den Namen vergessen, der Ach, der ich Herr gucke zwar kein Ibis, ach was, ja. Das gibt's ja gar nicht. Hab ich das nicht retweetet? Auf jeden Fall, sie hat's gegessen und da kam so gelber Schleim raus, gelber Schleim. Ach. Ja, aber wer mit Silvester Stallone zusammen war? Und hab's gar nicht, naja. Der muss wirklich Balls of Steel haben. Kommt jetzt noch pürriertes Zeug, irgendwas, oder? Nee, das ist jetzt das gute Punkt. Achso. Sie kriegen immer ein gutes Punkt, und wenn sie sagt, ja, das trinke ich, dann kriegt sie keinen Stern. Und wenn sie sagt, nein, ich nehme ich nicht, dann. Achso. Ach so, das war tatsächlich echtes Sushi. Ich habe gedacht, da haben sie irgendwie so gequillte Maden oder so mit reingetan. Das war das gute Essen. Ja. Ach so. Was ist das? Das ist Entenblut, irgendwas. Bla, bla, bla und Entenblut. Was? Irgendwas anderes. Noch. Ja, irgendwas pürriertes. Sieht ein bisschen aus wie Erdbeerjoghurt. Um mal euch den. Ist eklig. Jürgen, widerlich. Sag mal, bist du nicht irgendwie Pole? Ja. Dann musst du da Blutwurst essen. Das lehne ich ab. Ja, weil sonst gibt's doch gar nichts in Polen. Du bist gerade einmarschiert, das weißt du. Warte mal, du hast doch. Also ihr habt doch mit der Blutwurst angefangen, ja? Ja, aber trotzdem, die polnische
Wurstspezialitätenauswahl. Die ist riesig. Und das riesig, also, siehst du nicht auf Blutwurst. Ich bin jetzt hier im Glossar vom Bofinger und da Marktversagen kommt hier gar nicht. Ach nee, hier, Entschuldigung. Oh! Nicht schlecht, aber die Marke war schlimmer. Ich weiß, Boah. Blablabla und Entenblut. Aber was war. So. Aber die Frau schluckt das. Wow. Also ich. Ja, also denke ich auch. Ich habe gerade meinen. Ich tendiere gerade wieder zu Tante Brigitte. Also Marktversagen gibt's hier nicht. Zumindest nicht im Stichwortverzeichnis. Oh, zu langsam. Tja. Gemein, weil das hätte, man hätte selbst so viel in dieser Zeit des Erdbeerkram nicht runtergekriegt, weil das so hart war. So, und jetzt? Jetzt kommt der letzte Stern. Ja, aber was gibt's denn? Ach, die einfach noch Wasser zwischendurch trinken, das ist dann langweilig. Wir sind hier unmenschlich hier bei RTL. Natürlich sind wir bei RTL nicht unmenschlich. Was ist das? Das ist ein Steak. Ja, aber was für ein Steak? Ein normales, das ist das gute Essen. Ah, Strauß. Das ist Straußensteak, das ist doch in Ordnung. Ja, ja. Gibt auch ab und zu bei uns in der Mensa hier Straußengulasch. Ach. In der Mensa? Ja. Boah. Für Studenten 2,15. Leichte Küche. Oh. Aber gegart, oder? Was ist das? Also, ich esse kein Arschloch von niemand. An dieser Stelle gegrüßt Jens Niemand, Redakteur bei der OZ. Ist es vom Hirschwein oder Hirschbuschwein? Ich bin ja tatsächlich mit Jens Niemand zur Schule gegangen. Ne? Du kannst dir vorstellen, dass ist da einige witziger. Ich dachte, du isst das Arschloch. Die hat jetzt, was ist das, der Deckel gewesen oder? Der schließen musste? Da wird sich Jens aber freuen. Das ist immer lustig, weil es gibt ja Jens Niemand, ne? Wie gesagt. Redakteur bei der OZ ist er, glaube ich, noch, ne? Ich meine, ja. Mit dem habe ich Abi gemacht und der hat natürlich immer Witze über sich ergehen lassen müssen, sein ganzes Leben lang. Es war, mit dem ist alleine schon lustig, Tagesschau zu gucken, ne? Weil du weißt ja, wie das dann ist. Verkehrsunfall A2, irgendwie niemand ist verletzt worden. 27 Autos in der Krallt, niemand wurde verletzt. Jens? Oh! Boah. Aber es sieht, also drückt auch keinen Ekel aus. Das ist ja auch nur ein Muskel, ne? Ja, klar. Ja, aber da ist aber ordentlich was lang gedingst worden. Oder meinst du, jemand geputzt ordentlich? Also es sieht sauber aus, aber es ist trotzdem eklig. Ist es übrigens gekocht oder ist es roh? Es sieht gekocht aus, ne? Oder nee, es war ja in so einem Bambus-Dämpfteil. Also kann auch gedämpft sein. Ja, es ist auf jeden Fall gekocht oder gegart. Eingriff wollte ich schauen. Was? Also sie drückt auch keinen Ekel aus oder so. Boah, sie hat es geschafft. Ach, also das hat jetzt also gereicht, dass sie den Schließmuskel isst. Ja. Und sie musste nicht das Arschloch essen. Naja, gut. Ja, aber ist das nicht das Arschloch? Nee, der Schließmuskel ist der Muskel, der das Arschloch schließt. Ach so. Schließmuskel. Schließe? Ja. Immer am Pförtner vorbei. Kannst du das auf dem. Ach, mein Gott. Ja, nicht, dass da alles auf dem Boden rum und dann muss ich das nachher wieder aufheben. Ja. So, und was macht Kim jetzt? Oh, das wird gespannt. Also Essen hatten wir. Wir hatten Klettern. Ja, aber wir hatten, also es war so Durchstapfen und mit Tieren. Matschelpampe, ja. Was gibt's denn noch? Eigentlich gibt's ja bloß mit Tieren oder Essen. Essen wird's nicht. Das wird was so mit Tieren sein. Also was mir auf jeden Fall fehlt, sind Straußen. Ja, nochmal Essen wäre jetzt echt langweilig. Ja. Das stimmt. Straußen. Was mit Straußen? Ach so, sich so picken lassen, so Sachen aufsammeln und sich von Tieren. Ja. Was gibt's noch in Australien? Gibt es nicht Koalas in Australien? Sind die nicht so aggressiv? Koala? Ein aggressives Koala-Bär? Ja, die beißen doch total krass, oder nicht? Okay.
Also ich wusste das bisher noch nie. Ja, die sehen so lieb aus. Weil die das war selber bei Nilpferden. Die Nilpferde sind Tiere Afrikas. Ja. Da hunderte von Menschen. Gefährlichste Tiere Afrikas. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Inklusive aller Raubtiere, die es da geht. Tja. Das nächste Mal hat unsere Redaktion aber auch ein Mikrofon vor sich. Oder? Okay. Also so ein Publikumsmikrofon, kennst du ja, wo das Klatschen aufgenommen Atmo wird. Atmo brauchen wir, ne? Genau, Atmo. Das hätten wir auch machen müssen. So Jubelperser? Hey! Yeah. Kommentiert doch mal ein bisschen. Brigitte hat jetzt ihre Prüfung. Ich hab grade hier Dings gemacht. Ja, was ist denn, wenn jemand das nicht guckt? Dann Jubelstürme. Ja, also genau. Ja, das sollte man noch gucken, wenn man uns schon zuhört. Wenn, ja. Also ich mein, wir haben es gerade erfahren, dass man das auch hören kann, ohne es zu schauen. So, jetzt sitzt Dirk Bach auf einem Stuhl, neben ihm Sonja Zietlow. Sie sprechen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer heute beschissener angezogen ist. Dirk Bach oder Sonja Zietlow? Ich finde das Kostüm geil. Wieso das denn? Weil da so lustige Schmetterlinge drauf sind, oder was? Nein, es sieht geil aus. Aber den Hut hat er doch ständig. Das ist doch so ein, wie nennt man das denn? Das ist so ein Safari-Hut. Nee, Safari heißt das doch nicht, oder? Ja, das ist so ein Hut, was so, so kolonial. Genau. So, was man halt aufgesetzt bekommen hat, wenn man nach Deutsch-Südwest gesegelt ist, damit man nicht. Das ist ein Tropenhelm, würde ich weil sagen. Da fallen ja von oben auch immer Gegenstände runter. Das ist ein Tropenhelm. Das bestätigt gerade Google. Wo wir gerade bei Deutsch-Südwest sind, das kann man auch mal einwerfen, in Namibia, wie das denn ja jetzt heute heißt, da gibt es tatsächlich, wird ja Deutsch wird ja noch gelernt und so. Ja, ist so stimmt. Aber da gibt es auch noch, in der Schule wird teilweise noch Plattdeutsch gelernt. Nein. Gelehrt. Ja, ja. Sehr geil. Habe ich mal irgendwann im ZDF einen Bericht darüber gesehen, da haben sie ein Theaterstück auf Plattdeutsch aufgeführt. Und da ist dann tatsächlich eine Lehrerin aus Ostfriesland hin und hat dann der Lehrerin vor Ort geholfen, den Kindern anständiges Plattdeutsch beizubringen. Ich zitiere jetzt Twitter. Tante Brille hatte in ihrem Leben bestimmt schon eklere Dinge im Mund. Ja. Ja. Tja. Wann hat er das denn? Musst du auch was essen irgendwann? Ich? Er. Ach so, ja. Weil er gesagt hat, ich hab auch gegessen. Das war ein paar Tagen, Dschungelprüfung. Ja, das hat man auf meinem Mikrofon gehört. Dass der Herr Co-Moderator gerülpst hat. Was hat man gehört? Das hast du doch eingespielt hier mit deinem, ja. Ja, das war wieder so eine illegale Datei von Microsoft, weißt du doch. Hast du wieder mein Mischpult gemotet? Was hat's hier stehen? Jinkiviv, das ist doch bestimmt wieder was Osteuropäisches. Ja, hallo, es fängt mit DZ an, was soll das sonst sein? Wieso sollte sie sich was Osteuropäisches? Weil die Debkowski mit Nachnamen heißt. Das ist da irgendwie, zumindest kommt sie aus Ostdeutschland. Warte mal, die ist bestimmt. Die heißt Kim Gloß. Quatsch, das ist doch ihr. Ich mache jetzt Riesenhäkchen in der Luft. Künstlername. Guck doch mal in der Wikipedia. Die heißt Debkowski. Kim Debkowski. Siehst du, mittlerweile kann ich es nämlich. Ich habe es nur gesehen, Kim Gloss, und hab gedacht, irgendwie, wo, ne, als ich dann gepeilt habe. Sie hat gerade Wikipedia, doch, sie ist deutsche Sängerin polnischer Abstammung. Ha. Jetzt wird sie meinem Stamm zugeordnet, oder was? Ja, ja. Das ist ja empörend. So. Und beherrscht Polnisch. Aber sie ist in Hamburg geboren. What the fuck? Die Dame ist jünger als ich? Ja, klar. Boah. Jetzt fühle ich mich alt. Das hätte ich aber sagen können. 92? Ja, ja. Fuck. Ja, ja. Ich finde übrigens, habe ich schon erzählt? Nein. Woran ich festmache, dass man alt wird? Also ich habe so das erste Mal gemerkt, dass ich älter werde. Sebastian Vettel, ne? Sebastian Vettel, der ist ja älter als ich. Das ist kein Problem.
Und zwar finde ich das immer ganz erschreckend, wenn Leute, wenn Typen in der Fußballnationalmannschaft mitspielen, die jünger sind als ich. Das gibt's mittlerweile. Und das ist irgendwie so der Moment, in dem ich merke, scheiße, ich werde alt. Weil das war immer sowas, die waren immer alles, das waren immer irgendwie Männer haben da immer so gespielt, ja. Und die waren immer alle älter als ich. Aber das ist mittlerweile nicht mehr so. Und deshalb merke ich auch das Alter. Langsam. Ich brauche mal einen Flaschenöffner. Haben wir einen Flaschenöffner hier? Ich sehe schon. Hab schon. Achso. Okay. So hätte ich dir meinen Schlüssel angeboten. Wo ist denn das IG Metall-Feuerzeug hin? Ich habe nämlich ein IG Metall-Feuerzeug bekommen. Und da ist ein Flaschenöffner dran. Und das ist sehr, sehr stabil. Ich habe noch nie so ein stabiles Flaschenöffner-Feuerzeug gehabt. Die USB-Flaschenöffner-Kombination für den Nerd. Was habe ich angepackt? Du hast es angepackt und jetzt ist es schmierig, hat sie gesagt. Ja, ich weiß doch. So, Prost, ne? Ja. Ach so. Das klang sehr dumpf. Ja, das hat sich ja... Ach, sie muss... Aale. Tiere. Oh, ja, wir sagten schon Tiere. Ach, sie muss Tiere erraten wahrscheinlich, oder? Ja. Skorpione, habe ich gelesen, auch diese fiesen Schwarzen, sind gar nicht so giftig, wie man landläufig meint. Das ist eher so vergleichbar mit einem Wespenstich. Ja, ein Wespenstich kann aber auch tödlich sein. Ja, wenn du allergisch bist halt, aber ja nicht im Normalfall. Das heißt, ne? Tja. So, was ist eigentlich in der Werbung? Machen wir da auch Werbung? Wollen wir die Produktnamen vorlesen, die auf den Tisch legen? Wir können ja sagen, was in der Werbung kommt und das verlinken wir dann nachher mit Affiliate-Links von Amazon. Ach hier, Matchbox-Autos, da geht schon mal los. Bobby-Car, VW Golf. Nee, da geht es nicht um Autos, da geht es um auto.de oder so. Um irgendeine Website, wo du Autos kaufen kannst. Ist das nicht diese Seite, wo man alle Webseiten, wo man Autos kaufen kann, irgendwie die abgrast? Also die so eine Meta-Übersuche. Nee, aber gab's nicht? Werbung erraten, wir haben schnell schon gesagt, was es ist. Oh, okay, ja, das ist ein super Spiel. Werbung raten, wer am schnellsten merkt, was für eine Werbung es ist, hat gewonnen. Ich kann Werbung ja nicht so gut. Ich kann Werbung ja eher nur vom Hören und dann höre ich meistens nur so halb hin, weil ich. So. Film. Underworld 5. 4. 4. Underworld, wie heißt denn? Der hat bestimmt wieder so ein. Die haben doch jetzt alle keine Zahlen Underworld. Mehr. Awakening. Ja. Siehst du? McDonald's. Verdammt. Das ist der rassistische Werbespot. Das ist der rassistische Werbespot, wo alle. Das sind alle, genau, der Deutsche, der Dieter G. studiert. Der Dieter G. studiert. Und alle anderen sind aus. Und Ümit und Sena und so. Die machen Ausbildung. Machen alle eine Ausbildung. Ja. Und die sind natürlich Klischee aus, natürlich, wie man sie sich vorstellt. Ach, geht schon wieder. Kein Pardon. Ja, was ist das Musical? Das Musical. Ich habe alles, man muss es ja auch erkennen. Ja, kein Pardon, das Musical. Du vaderst übrigens ein bisschen. Ja, und? Ja, ich sag's nur. Ich weiß nicht, ob das. Das war richtig Vader. Wer? Robin. Das war schlimm, ne? Wir hatten ja gestern Besuch. Robin an dieser Stelle. Oh, kurz ruhig. Robin, du. Oh. Mediamarkt. Verdammt. Robin, du sagst an dieser Stelle Grüß. Robin war gestern da und Robin vadert sehr laut. Sehr laut. Richtig krass laut. Richtig angestrengt und wirklich auch nicht mehr versteckbar. Hör jetzt auf. Jetzt sind wir an der friesischen Küste. Ja, man kann ja auch mal hier ein bisschen... Kalkschakadela. Ja, aber die URL war auch eingeblendet. Also irgendwie... Kommt da so viel? Das ist richtig, wenn man sich das mal genau überlegt. Das ist doch die offizielle hier Dschungelcamp. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja. Ärsche bringen Geld. Ja, aber du kannst ja mal sehen. So eine Halbwertszeit von Titten und Ärschen ist irgendwie 10 Tage und danach ist es abgeflacht.
rtlspiele.de. Naja, yes! Also die Werbespots sind jetzt nicht so einladend, ehrlich gesagt. Ja, aber, so aber da kannst du mal sehen, das, da hatten sie doch schon in den letzten Jahren Probleme mit, dass keiner in dem Umfeld Werbung diesen wollte. B-Promis und sonst was Werbung kaufen. Also das hat sich geändert. Mittlerweile. Also, jetzt, das war ja auch vor ein paar Jahren war das ja auch ein totaler Trash, ja. Und jetzt irgendwie, also ich. Also ein Jahr musste ich. Ab in den Urlaub, ja. Achso, ich dachte für Urlaub hin. Was ich sagen wollte. Totaler Trash. Und ein Jahr musste das aussetzen, weil es kein Geld gab. Genau. So, das war vor 2 Jahren, ne? Aber jetzt ist es halt Kult und es funktioniert. Ja. RTLspiele.de. Yes! Ja, also wenn es auch gesagt wird als erstes Wort. Das ist doch egal. Ich hab's erraten jetzt und jetzt ist auch. Also. Ja, unser Stream ist verzögert. Aber jetzt wird ja gerade die Frage. Ja, unser Stream ist verzögert. Ja, klar ist er verzögert, weil wir müssen das ja quasi ins Internet senden. Ja. Und dann muss es vom Internet in euren Computer. Oder euer Device. Euer Volksempfänger. Du kannst mal, oder ihr könnt mal, den RTL-Stream schauen. Dann müsste es so ziemlich genau genau zur gleichen Zeit kommen, weil die müssen ja auch erstmal ihren Fernsehscheiß an den Server hoch und dann vom Server wieder runter. Das könnte dann so und jetzt das Feinschlachten. Aber 10 Sekunden mit mit Fernsehen kommt hin. Allerdings, wenn man irgendwie das sitzt, ja, das kommt hin. Oh, Ende. Wenig Werbung, ne? Oh, Bachelor. Guckt das jemand? Nee. Bachelor. Nein. Bachelor gucken wir nicht. Das ist auch, vor allem diesmal, ich weiß nicht, guckst du Fernsehkritik TV? Ich habe keinen Fernseher, also gucke ich auch sowas nicht. Aber trotzdem ist es ein lustiges, also ein unterhaltsames Magazin im Internet. Das kann man sich auch gerne mal anschauen. www.fernsehkritik.tv, auch gerne mal flattern. Der werte Herr Kreimer, der das macht, der lebt davon. Deshalb kann man auch gerne mal spenden. Der macht das nämlich ganz schön gut. Das ist ein Journalist, ja, und der hat halt so ein fernsehkritisches Internet-Magazin, TV-Magazin sozusagen, also Video-Podcast. Kommt irgendwie alle 2 Wochen. Und der hat einen schönen Beitrag dazu. Weil der Typ, das ist ja nicht mehr so, vor ein paar Jahren hat man ja noch wenigstens so getan, als wären das reiche Leute, denen sich die Frauen da in den Hals schmeißen. Und jetzt hat man ja von Anfang an gesagt, das ist irgendwie so ein... Mr. Hamburg ist das. Ach, Mr. Hamburg und so. Und man, es hat ja auch irgendwie nur 10 Minuten gedauert. Dann flog irgendwie über Twitter schon der Link zu seinem Model-Kartei-Dingsbums-Teil. Und dann... Also das war ja völlig klar, dass das irgendwie nur so ein Standardtyp ist, der irgendwie auch nur ins Fernsehen will. Da wurde ja nicht mehr so getan, als wäre der reich. Wir müssen lauter sprechen. Wir müssen halt vermeiden, dass das Lied bei uns ankommt, weil es dann GEMA-pflichtig wird. Quatsch. Naja, man hört es ja irgendwie. Nee, aber das ist aber, glaube ich, wirklich Unsinn, weil ich glaube, weil wir ja dazwischen reden und unser eigenes Ding da rein brabbeln, ja, und man zwischendurch sowieso nur die Hälfte von dem versteht, was da im Hintergrund läuft, dass wenn wir quasi den Ton mit hier reinschneiden würden wir noch Schöpfungshöhe erreichen und deshalb ein eigenes Werk schaffen und deshalb wäre das alles nicht mehr so schlimm. Es sprach der Jurist. Das aber sagt jetzt nicht mein Ja. Ja. Bestimmt. Aber ich darf ja sowieso keine. Oh, wir haben den roten Teppich ausgerollt. Ja, oh, schön. Den edlen Flocati aus dem Keller geholt. Tja. Ja. Könnte man leben. Das ist ja alles abgesperrt, ne? Das ist natürlich. Ja, das ist ja nicht so Dschungel, wie sie ach, tun, dass es Dschungel sei. Bisschen schade eigentlich, weil. Das ist ja ein Nationalpark und so, und ist alles schön sauber. Warte mal. Die Briten gehen danach rein, oder? Habe ich das richtig verstanden? Dass die Briten eine Woche später dann mit ihrer Dschungelcamp anfangen? Hä? Die Briten. In einer Woche dann auch mit ihrem Dschungelcamp anfangen. Das kann sein, ja. Hallo? 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 Echo? Hallo? So, jetzt bin ich wieder da. Also sie hat auf jeden Fall, Kriegsbemalung ist lustig, finde ich. Du bist doch keine richtige Kriegsbemalung, das macht man doch unter die Augen. So diesen, um so diesen Adler. Genau. Übrigens, apropos Football, ist doch bald wieder Super Bowl, ne? Nächste oder übernächste Woche? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube nächste Woche. Heute ist der 29., ich glaube am 6., ja, das kommt hin. Ja.
So, hören wir mal rein. Hast du. Ich war immer noch drin. Quatsch. Doch. Nein. Ist alles rausgedreht. Und zwar völlig auf Null. Also jetzt muss ein Tier... Wenn du so eine alte, dreckige Ratte... Also, Aal sagt die garantiert Schlange. Wie wir vermuten... Ja, aber Aale sind noch glitschig und Schlangen sind noch trocken angeblich, oder nicht? Ja. Obwohl, die können natürlich auch fies sein und... Ja, das also, sehen wir gleich. Man könnte ja auch meinen, das wären dann Wasserschlangen. Aber die sind wahrscheinlich auch nicht schmierig. Ja, genau. Dr. Bob. Das müssen wir synchron machen. Das letzte Mal, Dr. Bob, ne? Ja. Ja. Aber wo wird das britische Dschungelcamp überhaupt? Welcher Sender macht denn das? ITV. ITV? ITV. Kenn ich nicht. ITV ist der dritte. Der dritte? Ja, der dritte. ITV ist also nach BBC 1, BBC 2 und dann kommt ITV und dann kommt Channel 4. Ja, Channel 4 kenne ich und wohl. Channel 4 hat ja immer diese ganz tollen, lustigen ITV Sitcoms. Ist quasi das englische RTL. So in etwa. Ja, okay. Nehme ich mal so hin. Ich will, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja. Also ist quasi der private Sender, Hauptsender. Ja, Channel 4 ist aber auch ein privater Sender. Ja, aber das ist quasi, ITV ist also, sein legaler Name ist tatsächlich Channel 3. Okay. Also die werden durchnummeriert. Ist aber auch nicht unbedingt unsinnvoll, möchte ich mal sagen. Ja, weil so, ja. Ich meine, das versuchen die ja hier so ein bisschen. ProSieben will ja immer, fährt ja auch ab und zu mal Aktionen, dass sie setzen sie ProSieben auf die 7. Nein, ich kenne das, als das vierte gestartet ist, dieser Hollywood-Scheiß-Sender, ja. Wo jetzt noch Pornos und Teleshopping läuft, ja. Das ist die große Kampagne, ja, setzen sie uns auf den vierten Programmplatz. Boom, boom. Und die haben so hoffnungsvoll angefangen, fand ich, weil die haben echt coole alte Serien gesendet und Filme und so. Das vierte. Und jetzt läuft da halt irgendwie, was haben die noch nachts im Angebot? Pornos. Habe ich letztens gesehen, ja, nee, aber das war irgendwie Playboy Dingsbums. Irgendwas mit Playboy. Und dann natürlich auch immer beworben, hier, jetzt kannst du auch hier Playboy-DVDs kaufen. Ja, also. Tele5, meinst du? Ja, Tele5 ist aber schon ganz alt. Der und da ist auch, Gottschalk hatte da auch ganz lange ein Magazin. Ja. Oder hat er es immer noch? Weiß ich nicht. Das ist aber, da war der auch schon vor Ewigkeiten. Also das war. Also hier, wir könnten mal gleich erklären, wer unser Lieblingsdschungelkönig eigentlich ist. Oh, gute Frage. Ingrid von Bergen, sag ich. Hm. Oh, guck mal. Ja, jetzt geht's los. Oh, jetzt Strauß. Der Strauß. Aber warte mal. Ich gehe da mal kurz in mich und meditiere mir das zurecht. Diese Musik. Dünn. Dünn. Wir können hier mal durchgehen. Also Costa Cordalis ist ja. Er ist damit das Vieh sich nicht aufregt. Der ist ein bisschen komisch, aber der ist nicht großartig unsympathisch. Diese Renick finde ich extrem unsympathisch. Also erstmal ist sie wirklich. Massiv eingebildet und sonst was. Und sie hat. Was denn? Die haben ihn so rückwärts geschoben. Ja. Wie so ein Auto irgendwie. Strauto. Ja. Und was ich ihr tatsächlich nachhaltig ankreide, ist, dass sie damals in Berlin, als die Volksabstimmung war, ob man jetzt pro Reli oder pro Ethikunterricht in der Schule ist, hat sie für pro Reli geworben, zusammen mit Günther Jauch. Günther Jauch unter anderem, genau. Ross Anthony, naja, das ist halt der, ne? Vermarktet sich halt als die trullige, flippige Schwuppe. Also hier, also die britische Ausgabe von. Wird's wahrscheinlich Ingrid van Bergen oder Costa Cordalis tatsächlich sein, weil den Perkusmark, der ist auch irgendwie so. Kröten. So aufgesetzt. Witzig. Du siehst doch, was da passiert. Ja, Kröten. Sag so. Auf jeden Fall, also die britische Ausgabe läuft immer im November. Wir hatten da hier. Gibt es das eigentlich noch irgendwo sonst? Ja, also, das kann ich dir gleich sagen. Und zwar
Gibt es aus? Es gab nur eine US-Ausgabe. Ach was, der Name gemacht. Nee, zwei US-Ausgaben, sorry. Ach was. 2003 und 2009. 2003 und 2009? Ja. Okay. Dann gibt es in Schweden, 2009 gewesen. Ja. Niederlande hatten 2003, 2004, 2008 welche. Ja. Indien 2009. Indien. Ungarn hatten 2008 und 2008. Indien, lustig. In Indien haben und Frankreich 2006, also tatsächlich Deutschland und England sind die einzigen, die das wirklich einmal im Jahr machen. Zur gleichen Zeit. Indien war dann mit Ranga Yogeshwar, nehme ich an. So in etwa, ja. Ich habe, also ich muss ja sagen, ich habe schon ewig nicht mehr über einen Kaldal-Witz oder Kaldal-Spruch lachen können. Aber letztens war Kaldal, das ist auch schon ein bisschen länger her im Fernsehen, und da sagte jemand, Sat.1, in irgendeiner Quizshow mit, mit dem Bäuchigen, der immer lustig mit Gitarre singt. I don't know. Ah. Hier. Wer ist der denn noch? Also auf jeden Fall ist es... auf jeden Fall hat Kaldal gesagt, als es um Ranga Yogeshwar ging, Ranga Yogeshwar, das ist der Inder von Frank Elstner. Also sie hat auf ihrem ich sehr Arm, lachen. Sie hat auf ihrem Arm tatsächlich den Kuh hier stehen. Das heißt aber danke, oder nicht? Ja. Ja. Ahle. Jen ist dann gut, oder was? Jen ist Tag, ja. Tag? Ja. Wie Jen Kui heißt Jen Kui nicht Danke? Ja, Jen Kui heißt Danke und Jen ist der Tag. Jen Dobre ist guten Tag. Ach, Dobre war gut. Aber warum heißt denn Danke mit Tag? Frag mich nicht. Was ist denn Kui? Kann man das übersetzen, oder? Nee, Kui würde, wenn man das Kui heißt, sticht. Sticht. Tagsticht. Tagsticht. Du versuchst es gerade, die deutsche Wortbildungssache auf das Polnische übertragen. Das funktioniert nicht. Nein, natürlich funktioniert das nicht, aber das ist doch immer ganz witzig, das mal zu übertragen. Das ist doch genauso wie du. Also im Französischen sagst du auch für bitte, also wenn jemand irgendwie Danke sagt, das ist ja hier, ne, bitte, sagst du auch de rien, also von nichts. Ja, das kennt man ja im Deutschen auch vielleicht ein bisschen da nicht für, sozusagen. Und, genau, im Englischen, you're welcome, du bist willkommen, ist auch komisch. Aber ich finde das immer ganz, ganz interessant, das mal so durchzukauen, weil das dann vielleicht doch irgendwie und? Sie muss ihn jetzt, sie darf nicht mal so raten, sie muss ihn in den Mund nehmen. Das ist eine Kakerlake. Was? Doch. Ach, ein Skorpion, sorry, ich hab's nicht. Ach, sie muss ihn eine halbe Minute im Mund lassen. Oh. Wie eigentlich nicht? Beiß doch zu. Ich dachte, sie weiß es. Der hat doch gelogen. Okay. Das ist doch kein. Ach, sag mal, Fräulein. Ich finde, die hat so ein Babygesicht. Ja, ja. Die ist 19! Nein, aber ich meine, jetzt wirklich wie so ein Baby. So große Augen und so ein bisschen Pausbäckchen und so. Also, ich denke mal, echte große Lippen. Aber wahrscheinlich wie ich. Also, wie ich so wie so ein Säugling. Oder nicht? Säugling? Nein, ernsthaft. Jetzt ohne das bösartig da. Einfach nur so beobachtend quasi mal gesagt. Hat schon was von Säugling, finde ich. Also, die Dschungelprüfung ist auch recht einfach. Aber das für eine Minute. Wie fühlt sich das wohl an? Also das möchte ich mal... In der Handtasche. Aber dann fühlt sich die Schlange ja auch an wie in der Handtasche. Nee, aber ist es rau und, ja, klar, und stachelig und so ein bisschen? Es wird sich wie Leder anfühlen halt. Ja, aber nee, das wird doch noch bearbeitet, oder? Schlangenleder ist doch nicht nur einfach Schlangenhaut, das wird doch sicher auch noch bearbeitet. Das fühlt sich halt wie Leder an. Ich habe noch nie Krokodil gestreichelt. Ja, aber man kann auch eigentlich schon mal... Wie heißen die da?
Oder Alligator, ja. War nicht Alligator das Große und Krokodil das Kleine? Oder war das andersrum? Die kleinen Krokodile. Aber es hat sich Süß- und Salzwasser unterschieden, oder nee? Ach ja, und Kamel. Krokodile sind, glaube ich, nur Süßwasser. Was ich aber sehr interessant finde, ist, das sind ja wie ich noch alte Reptilien. Das ist ja quasi Zeug wie vor Millionen von Jahren. Also, ne? Das ja. sind ja Überbleibsel. Das sind die ja quasi doch Dinosaurier. Krokodile und Vögel sind sehr nah verwandt. Haben die gleichen Verwandten. Also Ursprung. Ja, Vögel sind ja sowieso. Bei Jurassic Park wird ja auch die Theorie geäußert, dass Vögel Nachkommen der Dinosaurier seien. Inwiefern das stimmt, weiß ich nicht. Nicht den Timer anmachen. Jetzt geht es ja automatisch aus. Wir haben noch eine halbe Stunde bis Ende. Also wie viel Sterne hat sie jetzt gehabt? Alle. Nee, einen hat sie nicht. Zwei? Oh, hat sie das Krokodil überhaupt erraten? Ich höre gar nicht. Das viel. Also die Dschungelprüfung war wirklich ein Witz. Also das ist jetzt... Alligatoren sind eine Familie der Krokodile. Oh. Also Alligatoren sind... ist eine Familie der Krokodile? Die echten Alligatoren und die Kaimane. Kaimane. Ja. Kaimane sind aber die kleinen Viecher. Ja? Ja, die sind klein. Mach sein. Ich habe da nicht so einen Überblick. Also das ist doch sowieso alles auch gleich, oder nicht? Ah, ich bekomme gerade die Meldung rein. Vögel sind laut Evolution Nachkommen der Reptilien, da die Übergangsform der Archaeopteryx ein Halbreptil und Halbvogel war. Ja, das kann kommen. Natürlich. Ja, das wusste ich ja. Das habe ich ja auch gerade quasi festgestellt. Ja. Aber Dirk Bach trug gestern einen Dinosaurier auf dem Kopf. Hä? Dirk Bach trug. Nee, vorgestern. So ein. Aber vorgestern habe ich nicht geschaut, glaube ich. Vorgestern war. So war ein. Vorgestern. So ein Dinosaurierkopf als Helm. Was? Sven Witzel hat übermorgen Geburtstag. Weiter geht's. Das sagt eine halbe Stunde noch, dann haben wir, wissen wir, wer es ist. Ja, ich bin jetzt ja übrigens unsicher. Also dürfen die jetzt essen? Ja, hat sie auch hier, die Olle hat das doch. Ach, dafür haben die das jetzt gemacht, oder was? Essen hat sie gespielt, aber das Trinken hat sie nicht gespielt. Ach so, okay. Das war dieses Getränk, was sie nicht geschafft hat. Und Haben sie doch für Kohle, für Essen gearbeitet. Wow. Ja, wo sie ja auch hätten einen Tag warten können, ne? Weil am nächsten Tag ist ja also quasi, also, ne? Weil das ist ja, also... Ich bin übrigens unsicherer, also ich war ja am Anfang mir ziemlich sicher, dass das hier, ne? Ja. Weißt du? Dass weiß Brigitte gewinnt. Aber, ja, aber jetzt mal, ne? Kim? Nee, überhaupt gar nicht. Also null. Also kann auch... Obwohl, ich will einfach nicht, dass Rocco das wird. Ja, soll ich mal muten? Mal. Du schmatzt so laut. So. So ist besser für uns alle. Hört man nur mich? Das sollten wir generell einführen. Dass man mich hört und dich nicht. Ja. Oh gut. Dann nicht. Dann kann ich dich auch wieder dazu schalten. Du schmatzt. Du kannst wenigstens mit geschlossenem Mund sprechen, hätte ich fast gesagt. Ja, ich kann auch mit geschlossenem Mund. So. Schmatze ich auch schon. Das ist ja, also hier, also, ne? Oh mein Gott. Brigitte, oh mein Gott. Schrei doch nicht so. Schrei doch gar nicht. Tja. Oh, Salz und Pfeffer. Was für ein Luxus. Tatsächlich ein Luxus. Ja, aber die hat sich ja richtig viel Salz draufgeknallt gerade, hast du gesehen. Das ist ja schon wieder ungesund. Warte mal, was ich bei McDonald's mache. Ich hau mir drei Tüten auf das Pommes. Die sind doch, die kommen doch schon gesalzen von der Theke. Das ist aber zu wenig für mich. Hast du nicht ein Nierenproblem? Ja, das ist tatsächlich, das muss ich noch bald ändern, meinen Salzkonsum. Den muss ich einschränken. Auf jeden Fall habe ich letztens bei Wikipedia gelesen, du brauchst nur 10 Esslöffel Teelöffel Salz, ja, um abzukratzen. Mhm. Es gibt ja auch
Es gibt auch so ganz lustige Fälle, die man dann, wenn man dann Jura studiert, so liest. Ganz interessant, im Strafrecht sind immer Irrtümer, weil das nicht so ganz einfach ist manchmal, die so in dem Rechtsgutachten, das man dann schreiben muss, vernünftig einzubauen. Und da gab es den lustigen Fall der Frau, die auf ein Kind aufgepasst hat und das Kind sich Salz in den Pudding gestreut hat, weil es witzig sein wollte. Und die Frau dann sagte, also du bist ja bescheuert, zur Strafe isst du das auf, woraufhin das Kind starb. Das Kind starb und jetzt die Frage ist, wie die Frau denn zu verurteilen sei. Fahrlässige Tötung, oder? Ja, die Juristenantwort ist die richtige. Die Juristenantwort lautet, das kommt drauf an. Also es gibt zu allem immer ganz viele verschiedene Ansichten. Und das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Und ich weiß auch die Originallösung des Falles auch nicht mehr. Obwohl fahrlässige Tötung schon wahrscheinlich in die richtige Richtung weist. Oder schwerwiegende körperverletzende Frau, pass auf Kind auf. Kind. Ich muss mal kurz hier mich ausklinken und mal mit der Chefredakteurin sprechen. Klar, Moment. Oh, der Drittplatz steht jetzt fest. Das wusstet ihr wahrscheinlich schon vor 10 Sekunden, aber wollte nur sagen habt. Hm? Was denn? Ja. Ich sage Rocco. Ja, das kann gut sein. Guten Morgen, ja. Das passt auf unsere Uhrzeit auch zu. Der Drittplatzierte steht fest. Ja? Ja. Ach, der Drittplatzierte. Ach so, kommt da noch eine Prüfung für die beiden anderen? Nö. Ich denke nicht. Das ist sogar schon vorbei. Ja, halbe Stunde, also 20 Minuten noch, dann ist es Feierabend. Also ich glaube, sie haben eingeplant zu überziehen, aber... Ist eine Live-Sendung. Ich bin übrigens wieder zurück. Wir sollen mehr Minderheitenwitze machen, wurde mir gerade in der Sitzung mitgeteilt. Minderheitenwitze, oh Mann. Ja, dann kann es Rocco ja nicht sein. Oder die sagen jetzt, Rocco, du bist es vielleicht. Dann sagen sie, Brigitte, du bist es nicht. Ja. Du bist es nicht, siehst du? Ich bin so gut. Ah, verdammt. Ah, oh. Und Kim, du auch. Oh, Kim ist also auf jeden Fall schon mal nicht bitte. Die Frage ist natürlich nur... Rocco, definitiv. Die werden nee, ich meine, die Frage ist natürlich... Geht das jetzt nach wer am meisten? Ja, wer am meisten Anrufe bekommt, ist Dschungelkönig. Dann ist halt. Nein, das weiß ich doch. Wie die jetzt hierbei aussortieren. Ob die jetzt quasi den schlechtesten, genau. Dass der schlechteste rausfliegt, ist klar. Der am wenigsten Anrufe bekommen hat. Ja, nun lass mich doch mal. Von den anderen beiden, da können wir uns ja nicht sicher sein, wer da die meisten Stimmen bekommen hat. Weil die können natürlich auch sagen, zu der Nummer 1 Platzierten. Also nehmen wir mal an, Kim wäre jetzt auf Nummer 2 und Brigitte auf Nummer 1. Könnten sie natürlich trotzdem sagen, Brigitte, du bist es vielleicht. Ja, natürlich. Um die Leute zu verwirren. Wir wissen ja das Standing zwischen Kim und Brigitte nicht unbedingt. Oder, Rocco ist Dritter. Oder ist das zwangsweise so, dass... genau. RTL manipuliert, feiert. Also, Rocco ist Dritter. Es gibt eine Abmahnung und die zahle ich nicht. Weshalb das denn? Ja, das RTL manipuliert? Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist doch logisch.
Denkst du, der Redaktion wird sich die Spannung nicht entgehen lassen? Tja. Ja, wie bewerten wir das jetzt, dass Rocco gehen musste? Ich finde es sehr gut. Ja, es ist eigentlich dem Typen gerecht, der dritte Platz. Auch dieses Bild, ne? Das ist echt lustig. Also, die meisten von den Riesenhäkchen Stars im Dschungel sehen im Dschungel so gar nicht aus wie auf dem Bild, was da aufgenommen wurde. Ach was! Ja. Ach. Die meisten, also sie zum Beispiel, die Jungen, sieht viel besser aus hier als auf dem Bild. Das ist richtig. Darf die überhaupt schon rauchen? Wir sind in Australien. Sie darf rauchen. Die kriegen 6 Zigaretten pro Tag. Rational. Ja, aber in Australien, wie sind da das hier? Da muss es doch Jugendschutzgesetze geben. Teilen die sich jetzt alle eine Zigarette oder was? Ja. Willst du jetzt noch das Gesundheitsamt anrufen dafür? Ja, es ist ja also ne, also. Ja, und zwar 10 Gummipunkte an die Sternfrucht. Aber Pfirsich macht Acerola Carambola. Was? Nee, Orange. Also ich würde gerne mal so eine Kotzfrucht probieren. Frub Kotzfrucht, ja. Auch gut. So eine Kotzfrucht. Und das Gute ist, das kann man ja quasi direkt wieder zurück an Müller schicken. Dann kriegt man immer neue. Also die Morida Citrofolia, die Kotzfrucht. Ja. Citrofolia, also ist es eine Zitrusfrucht oder wie? Ja. Okay. Also im Deutsch, also sie heißt Noni. Noni. Noni? Also ja. N-O-N-I oder wie? Ja. Mhm. Ja, und was macht die jetzt? Erzähl doch mal. Was denn? Du liest doch gerade den Artikel jetzt. Erzähl doch mal, was ist da los ist. Ist die Kotzfrucht. Ja, warum kotzt man davon? Ja, weil die einfach müffelt fies. Ja, weil die müffelt fies. Also schmeckt halt wie alte Socken. Aber wenn ich mir jetzt alte Socken in den Mund tue, dann kotze ich doch nicht zwangsläufig sofort, oder? Also ist einfach eklig. Ich nehme mal an, dass diese Frucht, dass das ein Abwehrmechanismus dieser Frucht ist, dass sie übergeht. Du solltest, finde ich, übrigens immer dabei sitzen, weil du bist irgendwie jetzt so hier... Was Michael also, Anrag ich für dafür Harald Schmidt war. Ein Sidekick. Also ich darf vorlesen. Ja. Der Geschmack der reifen Früchte ist unangenehm und wird als faulig oder nach ranzigem Käse beschrieben. Ich habe noch nie ranzigen Käse gegessen, ehrlich gesagt. Das sollte man vielleicht mal tun. Der muss ja lange liegen dann. Ne? Also wenn Käse schimmelig ist, kann man auch den Schimmel abschneiden. Das wissen ja viele nicht. Und den Käse einfach essen. Weil Käse ist ja im Prinzip schon verschimmelt. Und deshalb... Oder? Das war doch so, ne? Brot hingegen soll man... Nee, Brot Käse hingegen? Ist vergoren. Käse ist, ich würde sagen, Käse ist umgesetzte Milch. Vergoren. Ne. Also die Japaner lesen Käse als vergorene Milch ab. Durch Bakterien umgesetzte Milch. Was sagt denn die gute Wikipedia zum Thema? Dass Käse ein Milchprodukt ist, sagt die Wikipedia wahrscheinlich. Ist ein festes Milcherzeugnis. Na, siehst du? Und durch Gerinnen. Ist ein Grin, also es grinnt. Was ist das denn? Das ist die Zusammenfassung der Prüfung. Ist mir schon klar. Also, Käse ist ein festes Milcherzeugnis, das bis auf wenige Ausnahmen durch Gerinnen aus dem Eiweißanteil der Milch gewonnen wird. Da hat er geschummelt. Ja. In dieser, und da rausgefallen. Das wäre ich allerdings gerne. Das hätte ich mir echt gut vorgestellt. Ach, hat er jetzt auch noch auf der Schulter hat er auch noch hier das geheime Zeichen. Was? Hat er das geheime Zeichen tätowiert? Schaubilder bei der Wikipedia. Flowchart der Milchprodukteherstellung. Ja, Löschantrag stellen sofort, weil. Tierische Produkte machen würde, das Modul, dann müsste ich das wahrscheinlich machen. Das hätte ich dann wieder mit dem. Heißt es nicht tierische Erzeugnisse?
Traubistenkäse. Ich war auch mal in der Vorlesung und da ging es um Käse. Also das Thema war Käse also, oder Käse? Käse. Das Thema war in der Vorlesung Käse. Das Thema war Käse. Es ging um tierische Erzeugnisse. Und das war die Vorlesung, die sich um Käse... Also ich war in der Agrarvorlesung, das will ich damit sagen. Und da ja ganz viele Professoren hier in Göttingen, die Agrarwissenschaften unterrichten, also aus dem Osten kommen, sagen die auch Traubistenkäse und sagen auch, wenn sie über so ein gegrilltes Hähnchen sprechen, sagen sie auch Bräuler. 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 Ja, aber der Wicke ist schon... Wicke? Heißt der ja, nicht Wicke? Wicke. 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 Ich muss jetzt übrigens... So, jetzt wollen Sie den zweiten. Immer. Es gab so ein Schlüsselerlebnis für mich. Im letzten Sommer, da habe ich einen Podcast gehört. Ich nenne jetzt keine Namen. Und immer, wenn ich seitdem sächsischen Gesächsele höre, dann muss ich immer an eine Frage denken. Schreibt man Dürken eigentlich mit D oder mit D? Was? Und das ist, ja... Was schreibt man mit D oder D? Dürken. 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 Mit D oder mit D? Aber D oder T, oder? Nein. Mit D. Ostöstlich ausgesprochen Türken. Schreibt Dürken mit D oder mit D, weil das einfach nicht kann. Dürken. Ach, Türken. Ach so. Oh, Mann. Ich hab's nicht verstanden. Ja, das haben wir gemerkt. Jetzt bin ich wieder der Depp, oder was? Jetzt hier den Schokoriegel, mache ich da jetzt Kräuterbutter drauf? Klar. So, hier werden jetzt langsam auch Snickers mit Kräuterbutter gegessen. Es ist an der Zeit. Wir machen unsere eigenen Dschungelprüfungen, oder? Ja, genau. Ja, also. Wie du siehst, werden hier auch Notebooks mit Kuhfell bezogen. Deshalb ist das alles... ist nicht eher die Frage, ob das Notebook aus Kuh gemacht ist? Ja, ja. Kann natürlich sein. Wir können uns auch mal einen Maker-Bot kaufen und den. Ein was? Ein Maker-Bot. Ein was? Ein Maker-Bot, so ein 3D-Drucker. Au, das ist natürlich cool. Und den als Kuh verkleiden. Wenn sie das, damit das so aussieht, als würde die Kuh uns was dahin scheißen. Wir können auch eine Kuh mit Schokolade abfüllen, dann Schokolade nicht hoffen. Das ist noch sehr teuer. Aber es hat jetzt irgendwie so ein Prof, hat irgendwie das organisiert, so Gebäude mit einem 3D-Drucker zu bauen. Es gibt ganz viele Printshops, so 3D-Printshops mittlerweile in Deutschland. Nee, ich, das war aber irgendwie, ich weiß nicht, ich keine Ahnung wo. Auf jeden Fall wurde da so ein Sandstein draus gemacht. Der wurde erstmal hingesprüht und dann wurde das irgendwie festgedings mit irgendwas. Ich habe wieder vergessen, wo ich das gesehen oder gelesen habe. Auf jeden Fall war das sehr, sehr beeindruckend, weil die wirklich halt Riesensteine, die auch sehr fest waren natürlich nachher, einfach mit so einem 3D-Drucker ausgekackt haben. Ja. Das ist übrigens der heiße Scheiß, ne? Na klar. Also es gibt jetzt bei The Pirate Bay eine Kategorie Physics, physische Dinge. Genau. Das ist auch mal sehr interessant, weil wenn jeder so einen 3D-Drucker zu Hause hat, ja, dann braucht man ja dann im Prinzip nur noch, Verzeihung, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. Plastikgranulat? Nein, nicht nur Plastik, nein, kann ja auch sein, dass du dir so Holzgranulat oder so holst. Was, ja. Können wir in Holz so schreddern und verkleben oder was weiß ich, so spanplattenmäßig irgendwie das zu. Zupressen. Du brauchst halt bloß noch im Prinzip oben reinfüllen, was der so frisst, ja, und dann lädst du einfach die Datei rein und dann macht er dir das. Das heißt, also das im Endeffekt, Raubkopieren von echten Dingen wird geil. Ja, das stelle ich mir total krass vor und ich kann mir auch vorstellen, was so die sozusagen der Reflex wieder sein wird, dass nämlich eben dann Sachen wie das geistige Eigentum in Anführungsstrichen, dass das wieder massiv, also dass das Urheberrecht massiv verschärft wird, weil du bist ja nicht darauf angewiesen, Dinge, Produkte, produzierte, also mit fertig gemachte Produkte zu kaufen, sondern kannst du die ja im Zweifel auch selbst drucken. Ja. Spielzeug zum Beispiel. Ja. Obwohl das natürlich lächerlich ist, weil das natürlich genauso, als würde man sagen, Rezepte müssen jetzt viel massiver vom Urheberrecht geschützt werden, ja, weil jeder kann ja im Prinzip das Essen, was man im Restaurant bekommt, zu Hause nachkochen. So geht's ja nicht. Da geht die Welt unter. Und das Abendland vor allen Dingen. Ja. Und unsere Wirtschaft. Ja. Also so geht's ja nicht. Und dann kommen immer diese Billig-Chinesen, die dann günstig das für einen selbst kochen in der eigenen Küche.
Aber insgesamt, glaube ich, wird das interessant. Ja, Dennis hat uns jetzt verlassen. Der geht, glaube ich, mal auf in die Küche oder so. Die Schlagersendung können wir natürlich auch schauen. Wann war das? Freitag? 100% Schlager? Samstag? Ich habe es gar nicht gesehen. Obwohl, da will man natürlich Party machen und tanzen, wenn man das hört. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin hier ganz alleine. Ich kann doch nicht alleine hier einfach sprechen. Das ist doch... Gedichte vorlesen könnte ich natürlich. Was gibt's denn für Gedichte? Gedicht. Diese Katzenberger halte ich ja übrigens für die größte Zicke der letzten Jahre im Fernsehen, die irgendwie... Katzenberger, Daniela, was sagst du dazu, Dennis? Ja, Haare. Meine Haare stehen auch ab, aber jetzt... Frau Katzenberger? Genau. Ja, das ist ja... Mir sagt, also nur ein Zitat. Ja. Man sagt der Frau Katzenberger, dass Neujahr auf Freitag fällt. Ihre Gegenfrage war, hoffentlich nicht Freitag der 13. Das ist alles gesagt. Ich glaube, so doof ist sie gar nicht. Ich glaube, die ist zickig. Ich habe das gerade eben schon mal versucht darzustellen, als ich hier alleine war. Aber komischerweise hat mich mein Sprachfluss völlig verlassen, als du weg warst. Ich hatte einfach keinen mehr, den ich ansprechen konnte. Das war sehr, sehr komisch. Rede einfach mit dem Publikum. Haben wir Publikum überhaupt noch? Die haben doch jetzt mal alle abgeschaltet. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele. Also ich habe mir das nicht zu Ende angehört. Wir haben 7 Leute. 7 Leute, das ist sportlich. Always. Quatsch. OB. Ha, erster. Extra Flügeln im OB? Was aber ist eigentlich Silk-Touch-Oberfläche? Bringt das was? Hört sich nach einer iPhone-Oberfläche an. Eine Gratisprobe? Ich habe mir immer gedacht, in meinem jugendlichen männlichen Leichtsinn, weil ich kann mir vorstellen, dass es schon unangenehm ist, sich irgendwie Tampons einführen zu müssen. Oder zu wollen. Also man will das ja vielleicht auch. Dass man keine Binden nutzen will oder so. Ja. Aber ich denke mir immer, das kann man ja einfacher gestalten, indem man da irgendein Zeug drauf macht, irgendwie so ein Gel oder so. Das muss man natürlich so gestalten, dass das nicht in den Tampon einzieht und sich nachher aber auflöst. Das geht doch bestimmt irgendwie. Ja, du, wir können irgendwie das ATV automatisch zur ISS schicken. Dann muss doch sowas auch möglich sein, oder nicht? Das ATV, das Automated Transfer Vehicle, das fliegt aus Russland los und dockt automatisch an mit irgendwie 0,5 cm quasi am Ziel vorbei sozusagen. Ja. Also dockt quasi ganz weich an, weil früher war das bis zu 5 cm, musste man richtig reinrutschen, wenn man das manuell irgendwie gesteuert hat. Was war da gerade? Ich habe eine Wortmeldung gehört von der Redaktion. Serafina. OB. Doch, natürlich kriegt, also der Einwand ist hier gerade, das ist noch viel deprimierender, dass man keine Tabletten hinkriegt, die Menschen dünn machen. Das gibt's natürlich schon längst. Nein, das gibt es alles, das funktioniert auch, aber sie halten es zurück. Ja, ja. Ja, sie, ja klar. Ja klar, wir haben schon längst Mittel gegen Krebs und so. Ja. Nee, sie. 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 Und, ja, sie. TM. Sie groß geschrieben. Ja. Sie wohnen in Bielefeld. Deshalb muss man auch... Aber der McDonald's in Bielefeld ist gar nicht so klein. Der McDonald's in Bielefeld, es gibt mehrere McDonald's in Bielefeld. Der am Hauptbahnhof halt. Ja. Hä? Ja, es gibt ja auch noch einen Busbahnhof, einen ZOB zum Beispiel, zentraler Omnibusbahnhof oder so. ZOB heißt Suppe übrigens. Wo? Welcher Sprache? Bei uns zu Hause heißt es. Nee, es heißt zentraler Omnibusbahnhof. Nee, ZOB. Also nicht ZOB, sondern ZOB. Nee, wir sagen aber ZOB. ZOB? ZOB.
Sofa Sop. Ist ja in Wirklichkeit auch Sop. Ah. Das ist also auch ich habe immer Seife gelesen. Oh, Edeka. Ich möchte übrigens. viel witziger finde ich. Oh. Kinder. Viel witziger finde ich, dass es tatsächlich diese Menschen, die da in der Werbung sind, ja, da sind ja vielfach wirklich Schauspieler. Das heißt, die haben irgendwie Schauspiel studiert und spielen irgendwie in Edeka-Werbung mit später. Vic Dorn? Was? Vic Dorn. Wie Vic Dorn? Mafke? Kennst du Vic Dorn nicht? Welche Mafke? Die kenn ich nicht. Ach, müssen wir gleich auch noch Loriot gucken oder was? Vic Dorn? Oh, erzählen Sie es doch mal. Also wie sehen Sie jetzt in echt aus? Nehmen Sie doch mal die Maske ab. Mafke? Welche Mafke? Das ist, wo er dieses ganze Hässliche, wo er diesen Horrorfilm... Vic Dorn spielt einen Horrorfilmdarsteller, also Loriot spielt einen Horrorfilmdarsteller alias, also der heißt Vic... Schauspieler, genau. Der heißt Vic Dorn. Und der ist hässlich. Und dann sagt die... Und dann ist es eine Talkshow für Frauen, die dann Evelyn Hamann mit einer 70er-Jahre-Frisur moderiert. Pop-Frisur? Mob-Frisur? Nee, ist wirklich Mob, war das nicht wirklich. Bob? Oh, die tausendste Ausgabe wäre der in HD. Ja, also es gibt Menschen, die haben Mob auf dem Kopf. Auf jeden Fall spricht sie dann mit dem und sagt, ja, wie sehen Sie denn ohne Maske aus? Können Sie die nicht einmal abnehmen, Herr Dorn? Einmal wenigstens. Einmal. Für uns. Wir würden so gerne sehen, wie sie aussehen. Und dann sagte... Und hat so ganz abstehende Zähne, so einen riesen Überbiss. Und dann sagt er, Mafke? Welche Mafke? Und sie merkt dann irgendwann, dass er keine Maske trägt und will sich dann eine Zigarette anzünden und dann macht sie das Feuerzeug an und dann schnappt er so nach dem Feuer. Also, das muss man doch kennen. Also. Da sind wir wieder. Ja, ja. Werbung vorbei, gut überbrückt. Ist auch schon fast 9 Uhr in Australien. Mann. Das ist ja das Schlimmste, ne? Die müssen ja echt, guck mal, wenn die jetzt ab... Die steht schon um 4 auf, es wird die Moderatoren. Es wird ab 7 Uhr gesendet, ja? Das heißt, auch die Leute, die da im Dschungel sitzen, das kannst du doch jetzt nicht gucken. Doch, das kann ich gucken. Ach Gott, Leute. Dann nimm doch wenigstens die... nimm doch wenigstens die Kopfhörer. Das ist ja eine Kuh. Hinten ja, drauf. Das ist eine Kuh. Das ist sogar eine real existierende Kuh. Hinten drauf. Nee, das finde ich ja wirklich tatsächlich das Schärfste, dass sie da so früh aufstehen müssen. Auch die da im Dschungel dann wohnen. Ich meine, die ja irgendwie kein Bock. So. Sie hören, Dennis Mohrhardt schaut Loriot. Natürlich kenne ich das. Jetzt fällt es mir was. Dieses Ich bin einfach zu deutsch. Ja, das ist lustig. Sie hörten Dennis Mohrhardt schaut Loriot. Ach, das hört sich so an, so Jacques Bidet tanzt den Weltkrieg. Ja. Jean-Jacques Bidet. Nee, das ist ja irgendwie Jean-Jacques Bidet danse. Jean-Jacques Bidet tanzt. Ja. Ach so, stimmt. Die Genmanipulation. La Manipulation Genetique. Das ist eine Aufnahme vom Blue Screen und wird immer wieder eingesetzt. So geil. Ja, extra. Klar. Gibt es eigentlich mal eine neue Staffel Dennis und Jesko? Das wäre doch eigentlich die Frage, die sich hier anschließt. Oh. Gib mir den Ring, Frodo. Gib mir den Ring. Ja. Dinge. Die beiden Polizisten, Dörte und... Dörte Petzold. Ja, Fiete Burnson und Dörte Petzold. Und natürlich die Dame in der Behörde, deren Namen ich immer vergesse. Und die Oma, die immer den coolen muskulösen Leute. Frau Schnacken. Brückbeck. Das ist nicht ihr Sketch. Das ist nicht ihr Sketch. Frau Schnackenburger. Schnackenburger, genau, ja. So, oh, es geht los. 8.59 Uhr in Australien. Das Großmaulrevier. Ja. 10 Tage lang habt ihr
Es ist spannend. Ich sage, es wird Kim. Ich hoffe, es wird Brigitte Nielsen. Was sagt die Redaktion? Die Olle. Die Redaktion würde sich freuen, dass die Olle das wird. Wer damit gemeint ist, wahrscheinlich Dirk Bach. Jetzt kommen wir wieder hier. Übrigens, es ist Sonntag. Herzlichen Glückwunsch zum Sonntag. Jetzt dürfen wir eigentlich nicht mehr senden, ne? Ist ja hier Sonntag. Da muss man ja ruhen. Meine Oma sagt ja auch immer, wenn ich sonntags Rasen mähe. Fresse halten! Um Gottes Willen, dann, wenn es spannend ist. Jetzt. Königin, das wissen wir schon. Dirk Bach. Kim. Hallo. Sag Kim doch was. Hätte ich auch noch die Geschichte von meiner Oma. Nein! Tante Britte ist es. Die Massen jubeln. Hört sich eher nach so einem behinderten Flipper an. Ja, also, ich habe gewonnen. Kriegt sie jetzt extra Geld? Bestimmt kriegt sie jetzt ein bisschen Geld extra. Ja. Kann sie es denn gebrauchen? Ist sie so hoch verschuldet? Wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, sie hat sich ja von RTL auch schon mal herrichten lassen. Herrichten lassen ist ja gut. Ja, nee, die ist geliftet worden, hat sich die Titten machen lassen, was war noch alles? Komplett, von vorne bis hinten, haben sie die doch General überholt. General überholt. Das ist auch ein paar Jahre her, da haben sie die doch begleitet. Das war letztes Jahr. Letztes Quatsch, das ist doch schon länger her. Brigitte, wie schreibt man denn Brigitte? Brigitte. So wie man spricht, ja. Mit D oder was? Brigitte. Nein, mit T. Ja, Doppel-T. Ja. Brigitte einfach. Die ist nur Brigitte, weil die Dänen. Sie heißt, glaube ich, gar nicht Brigitte in Wirklichkeit. Sondern Gitte Nils. Gitte Nils. Gitte heißt sie nämlich. Ja. Die Gitte. Die gute alte Gitte. Ja, so ist das. Also. Warum lassen die das ganz alleine, die Arme? Oh, die Sendung hieß 2008. Aus Alt macht neu. Brigitte Nielsen in der Pombi Beauty Klinik. 2008. Das war also vor 3 Jahren. Ja. Also vor 2,5 wahrscheinlich. Vor 4 Jahren? 2008? 19, 12. Ja, aber vor 2 Jahren war Let's Dance. Mit dir. Das gucke ich ja nicht. Ja, aber was wolltest du noch gesagt haben? Ich gucke nicht. Also, Let's Dance, ich gucke ja solche Sendungen, wo geschaltete. Oh, die hat Musik gemacht? Ich gucke ja solche Sendungen, wo gescheiterte Promis sich zum Affen machen, gucke ich ja generell nicht. Die hat Musik gemacht. Die hat 3 Alben rausgebracht. 3 Alben hat sie rausgebracht. Tante Brigitte. Aber wann denn? Das muss doch auch schon her sein. 87, 91 und 2008. Ach was, 2008? Ja, Brigitte Nielsen heißt das Album. Ja. Und war eine Wiederveröffentlichung der ersten Alben, aber ohne den Song Shock Me Baby. Gut. Ich würde sagen, wir beenden das ganze Elend hier jetzt mal. Wirklich? Wir haben mal gesehen, ja. Ich habe noch anderes zu tun. Aber das Wikipedia-Bild von hier ist eigentlich recht ordentlich. Ja, man kann halt alles zurecht schminken. Ne? Und wenn man dann noch ein bisschen Photoshop macht, dann läuft das auch alles. Nein, also ich sagen wollte, ich beende mal die Aufnahme. Ach so. Vielleicht stellen wir die noch ins Internet. Wahrscheinlich schon. Ja, tut ja nicht weh. Und dann können wir ja für die, die noch hier sind, die noch weiter zuhören wollen, können wir noch weiter zuhören. Dann sagen wir mal tschüss. Wollen wir uns irgendwann, kommen wir nächste Woche jetzt, wann hast du mal Zeit? Hast du Zeit überhaupt? Ich habe Montag, Dienstag frei. Ja. Zeugnisferien. Mhm. Klären wir nochmal ab. Vielleicht kannst du nochmal. Also, dann sagen wir tschüss. Sagst du tschüss, Dennis? Ja, tschüss. Sagst du auch tschüss? Tschüss. Ja, dann. Ciao. Tschüss.